Dann erneut nochmal herzlich willkommen. Danke fürs Joinen. Ich hoffe, der ganze Rest kommt noch dazu. Aber nicht, ja, gibt es Freibier für alle vom Alex. Herzlichen Dank. Kurz für die, was mich noch nicht kennen, zu meiner Person. Ich fasse relativ kurz, habe IT-Security studiert mit dem Fokus auf Penetration Testing. Bin jetzt über 8 Jahre im Geschäft im Penetration Testing selbstständig, beziehungsweise habe meine eigene Firma und unterrichte es. Soll es irgendwie noch Fragen geben, einfach später stellen. Gut, was ist heute im Programm? Generell Reverse Engineering Setup, und der eine oder andere, was schon dabei war, weiß ja, okay, bei mir ist Setup immer minimalistisch, weil A soll es jeder nachmachen können und B soll es nichts kosten. Gerade wenn wir Webinare machen oder wenn ich Schulungen mache, mag ich es überhaupt nicht, eine Purpose Pro da reinzunehmen zum Beispiel, und da muss jeder 350 US-Dollar so zahlen. By the way, kann irgendwer bitte die Teilnehmer annehmen? Herzlichen Dank. Ja, da ist einfach die Sache, was braucht man wirklich? Kali Linux und die Exe. Ich meine, Kali Linux kann jeder runterladen und die Exe habt ihr im Teams drinnen unter Dateien. Server.exe heißt sie. Dann kann man alles eins zu eins nachmachen. Ja, Cutter installieren wir uns nach und nach. Das ist eine GUI, aber das machen wir ganz zum Schluss, weil ich will wirklich heute Focus auf Red Hat 2 machen, weil ich glaube, Eranitox, so heißt es glaube ich, hatte vorher Ghidra angesprochen. Ja, Ghidra, sagen wir es mal so, finde ich auch mega. Ich glaube persönlich, dass es das Beste, was Open Source zu bieten hat, ist. Aber wenn du wirklich Fokus auf reines Reverse Engineering willst und mal in der Command Line herumkommen willst, hilft Red Hat 2 meistens das Verständnis. Wie geht der ganze Prozess? Man muss jetzt eins dazu sagen: Cutter ist schon fast wie Ghidra. Das heißt, du hast die ganze UI oder so wie Hopper. Es schaut eher aus wie Hopper, aber so eine Mischung aus Ghidra, Hopper kann man sich vorstellen. Und dann hat man die ganze Möglichkeit. Deswegen kommt ganz, ganz, ganz zum Schluss. Für uns ist es halt mal wichtig, alles zu verstehen. Wie geht überhaupt Reverse Engineering? Wie machen wir das? Und sag mal, dieses in der Command Line herumgurken, dass man wirklich sieht, okay, wir fokussieren uns nur auf Reverse Engineering und nicht auf irgendwelche Tool-Specials. Das, was man noch dazu sagen kann, man kann es wirklich mit allen lösen. Also wirklich die Aufgabe ist, muss ich ganz ehrlich sagen, eingekauft. Deswegen wundert euch nicht zum Schluss, warum so komische Bilder drin sind. Hab nicht ich programmiert. Aber ich glaube persönlich, egal welche Reverse Engineering Suite man jetzt damit kennenlernen will, ist es einfach das Beste, weil man von A bis Z so ziemlich alles hat, was man mit Reverse Engineering braucht. Ja, dann, nachdem man Setup hat, wie gesagt, starte Kali, gib die Exe rein, können wir eigentlich loslegen. Da haben wir Binary Analysis, also generell mal so ein bisschen durcherkunden, ein paar Informationen aus dem Binary rausbekommen. Dann erkunden wir selbst die ganzen Funktionen, also das ist dann das Binary erkunden, wie ich es jetzt genannt habe. Dann gehen wir über Cross-References, also stellen wir sich jetzt mal vor, irgendwas ist ein String gespeichert und wir wollen wissen, wo wird im Code wieder verwendet. Xrefs ist die Kurzform davon. Dann Runtime-Debugging, also bisher war es ja nur statische Analyse, jetzt machen wir dynamische Analyse, während das Programm läuft. Da machen wir Binary Patching. Muss jetzt ganz ehrlich was sagen, Punkt 2 bis 6 dauert, wenn wir das jetzt wirklich händisch machen mit Red Hat 2, unter Anführungszeichen sehr lange. Ja, und dann hat hoffentlich jeder den Reverse Engineering Prozess geschafft. Wenn wir es dann nachher sehen mit der UI, also mit dem User Interface von Red Hat, also Cutter, wird es viel so sein, oh, okay, es geht viel schneller, wenn ich da und da und da klicke. Aber dennoch ist mir wichtig, dass man wirklich mal jeden Schritt gesehen hat, ohne dass wir die ganzen Automatisierungssachen von einem Cutter, Ghidra, IDA Pro, was auch immer haben. Pseudo-C-Code generieren, ich zeige euch am Schluss, wie es geht. Weil das Ding ist, ich finde persönlich, in C-Code kann jeder Reverse Engineeren. Aber wenn man jetzt dann hergeht und sagt, okay, ich möchte es einfach in x86, weil es ein x86 Binary ist, in Assembler lesen, wo es eigentlich unter Anführungszeichen mehr Sinn macht, weil der Pseudo-C-Code ist ja auch nur aus dem Assembler wieder zurückgenerierten C-Code und nicht der echte C-Code. Somit auch relativ schwer zum Lesen. Und ja, dann gibt es noch ein Web-Interface von Red Hat 2. Werden wir auch ganz kurz herzeigen, es geht im Kali nicht, weil es ein altes Debian-Paket drin haben. Ich würde es aber auch gar nicht empfehlen. Ich persönlich mag das Web-UI gar nicht, kann man sich gerne anschauen, kein Problem. Aber ich finde es relativ buggy, muss ich persönlich sagen. Der ganze Rest, Cutter super, Red Hat 2 super. Ich würde sagen, schauen wir mal kurz rein. Also, Reverse Engineering Setup ist Kali Linux, egal welches, ist automatisch Red Hat 2 vorinstalliert. Cutter installieren wir über apt install redhat-cutter oder auch redhat2-cutter. Das kommt immer drauf an. Ich habe es im alten mit redhat-cutter gehabt. Ich habe es jetzt im neuen mit redhat2-cutter. Ist aber beiden die 2er-Version. Ja.
Server-Exe ist generell ein Binary, ist keine Windows-Executable, das ist ein Linux-Executable und zwar 32-Bit. Generell das Source-Programm kann man in so ziemlich alles reinkompilieren. Das heißt, man könnte jetzt das Programm, ich kann nachher dann das C-File hochladen, dann kann man es wirklich in ARM Reverse Engineering rüberbringen, dann kann man es rüberbringen in normales PE-File von Windows, also Exe, also echte Exe-Files, wie man möchte, kann man überall reinbringen. Ja, und dann kann man es wirklich so reverse engineeren. Ja, ab jetzt bin ich eigentlich nur mehr in der Praxis. Ja, switch jetzt rüber zu meinem Kali und ihr seht bei den Folien Seite 8, wer die Folien nebenbei mitklicken will oder mitspielen will, das ist alles eigentlich auf den Dateien, solltet ihr finden. Wenn nicht, kann ich den Link nochmal schnell reinscheren. Ist aber eigentlich nur ein Klick raus und dann auf Dateien klicken. So, ich wechsle mal kurz rüber, wenn es schon vorab Fragen gibt, einfach stellen. Gibt es keine Fragen? Keine Fragen sind immer gute Fragen. Warum genau hat sie da jetzt NetStat gerade geöffnet? Oder auf dem Screenshot? Zeige ich gleich. Das machen wir eh gleich. Im Großen und Ganzen, warte mal kurz, ich muss schnell einmal schauen, was ich meinen Kali herbekomme, dann kann ich es nämlich live zeigen. Da will ich schon wieder nicht in den Screenshot. Sekunde. Was wir machen, ist einfach nur schauen, dynamische Analyse sozusagen. Schauen, wo ist der Port, welche Port ist offen oder was macht das Programm. So. Ich könnte schauen, da drinnen, genau, da ist der Server Exe. Ich mache mal die Schrift ein bisschen größer. Ich hoffe, es kann jeder lesen. Funktioniert das? So, man muss nicht root sein, erleichtert aber in manchen Sachen den Prozess, deswegen route ich mich jetzt rüber. Dann machen wir gleich ein neues Terminal auf. Und auch da ein sudo su. Und genau, dann gehe ich noch in den richtigen Folder und jetzt kann man starten. Der Punkt, warum ich so eine Exe offen habe, warum ich die Exe auf der einen Seite offen habe und auf der anderen Seite sozusagen das NetStat, ist einfach, dass ich sehe, ob irgendwie ein Port aufgeht oder so. Weil im Endeffekt, sage ich jetzt mal so, ich starte jetzt mal die Server-Exe. Nichts passiert. Okay. Naja. Was machen wir jetzt? Bevor wir mal Reverse Engineering machen, wäre jetzt die Frage, wenn ich jetzt Netz-ANTP zum Beispiel hernehme, okay, läuft irgendein Programm. Und man sieht jetzt wirklich alles, was gestartet ist. Und ich sehe, da ist ein Listener gestartet auf 14.884. Welche Prozesse die und was für ein Programm? Und zwar die Server-Exe. Das war der Grund. Ja, im Großen und Ganzen, ich sage es wirklich ehrlich, das ist eine der Möglichkeiten. Man kann es auch über der Tool rausfinden. Man kann da auch ein bisschen, über einen Network-Monitor oder so rausfinden. Aber ist halt der Weg, was ich immer am schnellsten finde, wenn sich nachdem ein Programm gestartet hat, irgendwo Port aufmacht. Heißt, es sollte eine Websocket-Verbindung sein an der Stelle. Ja, das heißt, wir können sie killen. Dann kann man entweder mit R2 oder ausgeschrieben über der Tool und die Server-Exe, also das Executable reinladen. Bevor wir jetzt starten, es gibt da das eine oder andere Problem, weil im Endeffekt kann ich jetzt hergehen und sagen, weiß ich nicht, ich versuche mal in die Main reinzugehen, es geht so. Okay, hat vielleicht funktioniert, okay, cannot find function. Und deswegen, kleiner Punkt, bevor irgendwie irgendwas passiert in die Richtung, müssen wir ganz, ganz dringend dreimal eingehen. So, warum? Das ist einfach, analysiere alles. Das heißt, das ist ein Prozess, der komplett fehlt. Wenn man jetzt irgendwie ein Ghidra startet, der Pro startet oder so, dann ist er sofort da. Das macht er automatisch. Werden wir auch nachher einen Cutter sehen. Das macht er automatisch. Aber es wird nichts analysiert, wenn wir nicht dreimal eingegeben haben. So, wenn man sich überhaupt nicht in Radar auskennt, hat man immer das Fragezeichen. Das heißt, gebe das Fragezeichen ein und sehe dann, was kann ich jetzt in diesem Kontext machen. So, wir wollen Analysis Commands. Okay. Dann kann ich jetzt hergehen und sage Fragezeichen. Okay, was gibt es hier? Okay, ist ein Alias für das. Analyze all, das schaut schon besser aus. Und dann kann ich jetzt wieder weitergehen und sagen okay, dreimal autoname functions after AA. Das ist relativ cool, weil jetzt versucht er nämlich aus der public linkage table und sei jetzt mal aus allen Imports und Exports rauszufinden, wie die Funktionsnamen heißen. Und das ist relativ cool, weil dann siehst du nämlich schon, okay, das ist ein read-Befehl, das ist ein NetSocket-Befehl, das ist, weiß nicht, was für ein Befehl auch immer, printf zum Beispiel. Ja?
Und es ist relativ cool, dass es rausfindet. So, jetzt gibt es extrem viele Spielereien, was man machen kann. Und wenn ich nicht weiß, was ist das ein Binary und so weiter, dann gibt es immer I. Man kann sich jetzt vorstellen wie Inspect. Wenn ich jetzt hier ein Freizeichen ransetze, kann ich mir immer Informationen rausholen. Ich kann mir jetzt mal normale Informationen rausholen, ich kann mir jetzt mal die Architektur zum Beispiel rausholen. Machen wir mal. IA. Okay, wir wissen jetzt, x86, das sind 32 Bit. Würden wir jetzt hier 64 Bit haben, logisch, da steht 64. Würde jetzt eine ARM-Architektur stehen, steht es auch hier. Ja. So, das ist wirklich, sei jetzt mal ganz ehrlich, relativ simpel aufgebaut, aber trotzdem ein bisschen confusing, sage ich jetzt mal. Ich habe es erst, muss ich ganz ehrlich sagen, am Montag mit meinen Studenten durchgenommen und da war es auch relativ so, der Start geht noch, so mit IE Exports rausholen, IE Klein, Entry Point rausholen und so, und das wird immer komplizierter heute. Deswegen, sobald wer aussteigt, einfach schreien oder einfach Hand heben oder wie auch immer. Ja? Mir ist wichtig, dass wirklich heute jeder versteht, was wir tun. Ja, spielen wir noch ein bisschen durch, schauen wir uns noch ein paar Sachen an und wie gesagt, falls es Fragen gibt, einfach rausschreiben. Zum Beispiel, was ich interessant finde, ist mal Entry Point, IE. Das heißt, das ist die Einsprungadresse vom Programm, wo das Programm startet. Jetzt gibt es eine Virtual Address, dann gibt es Hardware Addresses und so weiter. Ja? Was für uns immer wichtig ist, in dem Fall sind die Virtual Addresses. Ja? Die ganzen ignorieren wir jetzt mal, die anderen. Ich kann mir auch angeben mit IM zum Beispiel, IM, Shift vergessen, wo die Main-Adresse liegt. Ja? Die Adresse, da können wir hinspringen. Jetzt gibt es eine Sache, was man da schon im Vorhinein sagen kann, und zwar Main ist immer vorindiziert. Das heißt, ich kann entweder mit S, das steht für Seek, also spring mal darüber, einmal kurz bitte links schauen, ja, hier schauen. Das hat sich jetzt geändert. Ich hoffe, man sieht. Wir sind jetzt mit Seek Main in die Main rübergesprungen. Ja. Und machen wir dann gleich, was man alles machen kann in der Main. Aber ich kann entweder mit Seek Main rübergehen oder mit Syn Punkt und dann haben wir die Funktion, was es drinnen gibt. Die sind schon alle vorindiziert. Und dann kann ich mit S Syn Main rübergehen. Im Großen und Ganzen macht es keinen Unterschied, weil ihr seht, die Speicheradresse hat sich nicht geändert. Aber sowas wie Main ist zum Beispiel vorindiziert. Der ganze Rest, den müssen wir wirklich über die echten Funktionspfade ansprechen. Ja, wir haben aber ihn noch nicht durch mit den wichtigen Sachen. So, jetzt macht es Sinn, dass ich da noch einmal rausgehe, das neue Start, weil es schneller geht. AAA, nie vergessen. Und jetzt können wir mal schauen, was gibt es noch Interessantes. Was ich persönlich noch interessant finde, sind meistens die Exports und die Imports. Oder die Binary Information. Bei den Exports sehen wir jetzt so ziemlich, okay, Standard Out hat da drinnen. Da schaut es mir aus, wie wenn da irgendwie JPEGs verwendet werden. Ja, wenn sie nachher Send PW-List, könnte eine Passwortlistenfunktion sein. Authenticate, okay. Für uns Security-Experten schaut das relativ interessant aus, genauso wie dieses Secret. Und im Großen und Ganzen sagt es mir so: Check Password, Check Username, Start Server, das heißt, schaut nach Netzwerkverbindung aus, irgendwie Authentifizierung. Wissen wir nicht. Im Großen und Ganzen. Eine Sache vorweg, wir sind alles Penetration-Tester oder Leute auf dem Weg zum Thema Penetration-Testing. Wir machen jetzt nicht dieses Pseudo-Assembler-Foo, wo man wirklich jede einzelne Zeile kommentiert und sagt, das macht das, das macht das, das macht das, weil die ersten 3, 4, 5 Zeilen sind meistens Stack-Setup. So, wie, wo bin ich denn jetzt im Code oder so. Oder zum Schluss die Return-Statements, wieder mal aus dem Code rausspringen und woanders im Stack sein. Ja? Solche Sachen, ganz ehrlich, brauchen wir gar nicht analysieren. Oder If-Else-Statements, die können wir uns kommentieren, aber man muss nicht überall drüber springen. Man hat die Graph-View zum Beispiel. Oder man kann jetzt sagen, okay, wenn da drin steht, das ist eine Print-F-Funktion, da drüber steht im EX irgendwas drin und dann wissen wir, das ist so ziemlich eine Variable, was da übergeben wird. Wenn man die Basic Knowledge hat, reicht das für die meisten Penetration-Tester, dass man das Reverse-Engineering machen kann, was man auch in die Projekttage reinbekommt. Weil ich sage es ganz ehrlich, reverse ich eine Software für einen Kunden, kann es sein 30, 40, 50 Projekttage. Ja, was da drauf geht. Und da ist jetzt die Frage, wo hast du das Budget im Pentest? Aber wenn es so kleine Netzwerk-Socket-Verbindungen sind, wie das Programm, was ich in, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Stunden durch habe, das geht meistens in einen Projekttag, in einen Manntag rein. Und da hilft es halt, wenn der Penetration-Tester wirklich fundamentiert weiß, was er zu tun hat. Und da finde ich persönlich Redair2 am besten zum Lernen und dann nehmen, was einem gefällt. Ob es Guider ist, ob es Hopper ist, ob es IDA ist, komplett egal. Ja. So, dann ich sage mal so, ist relativ interessant. Wir sehen jetzt, welche Typen das sind, wie groß das sind, also die Register sind, die Adressen, wieder mal Virtual Addresses für uns wichtig und so weiter. Die kommen alle aus dem Global Linkage Table, also von dem her sind global erreichbar. So, dann, was gibt es noch Interessantes? Das ist die nächste Frage. Was ich persönlich immer interessant finde, ist IGROSI Binary Information. IGROSI.
Und da ist jetzt so die Sache, da sehen wir jetzt wirklich so ziemlich alles, was wir brauchen. Wir haben Architektur, Bad Address, Designs und so, relativ uninteressant, sage ich jetzt mal, für die meisten Sachen. Es ist ein Executable Linux-File oder Executable Linkage-File, 32-Bit. Canary ist nicht gesetzt, das ist so eine Stack-Protection, sage ich jetzt mal. Es ist nicht verschlüsselt. Wichtig, Little Endian, das heißt, falls man einen Buffer-Overflow zum Beispiel drauf machen würde, weiß nicht, ob es geht, aber können wir nachher dann schauen, ob es da so Funktionen gibt, die vielleicht anfällig wären. Wenn es Little Endian ist, ist einfach die Speicheradresse verkehrt rumgeschrieben. Das heißt, du musst auch den Wert verkehrt rum speichern. Ja. So, was ist noch wirklich, wirklich interessant? Es wurde in C geschrieben. Das ist wirklich interessant. Da sieht man die Architektur dahinter, also Intel 80386. Was ist noch wirklich, wirklich wichtig? Dass das SEC nicht ausgeführt werden kann, sprich, dass man da jetzt nicht Chartroot reingeben kann. PLC, das ist was eigentlich nur 64-Bit unterstützt. Das ist auch, sei jetzt mal für uns, relativ irrelevant, wenn wir 32-Bit haben. Was gibt es noch? Virtual Addresses gibt es, okay. Es wird nur zum Teil eine Relocation gemacht von den Adressen. Also von dem her eine Binary, die relativ leicht zu analysieren ist. Wenn man jetzt genau wissen will, was bedeutet denn das alles, ja, einfach googeln. Es ist wirklich so, heutzutage, sage ich mal ganz ehrlich, Reverse Engineering, es gibt so extrem viele Systeme, so extrem viele Sachen, die proprietär sind. Und ich liebe es immer in den Schulungen dazu zu sagen, und nicht falsch verstehen, aber es ist so, wenn du jetzt Intel x86 zum Beispiel, 8086 oder sowas, Reverse Engineerst, dann ist der Manual, das hat, ich weiß, das hat 2000 Seiten, aber das ist der beste Freund von dir. Oder die Mumpages, wenn du jetzt wissen willst, wie, weiß ich nicht, ein Printf geht, Mumprintf oder sowas in die Richtung, Mumpages davon anschauen. Wenn du wirklich echtes Reverse Engineering magst, dann musst du dich auch einlesen im Hintergrund. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und ich kenne so viele Leute, die dran gescheitert sind, weil sie versucht haben, Zeile für Zeile zu reverse-engineeren. Und manchmal sind Sachen unlogisch, dass irgendwie der vierte Parameter zuerst steht, dann der erste Parameter, der zweite, dritte, weil EAX, EBX, ECX irgendwie so verkehrt rum irgendwie reingeschrieben worden sind, weil einfach der Compiler gemeint hat, es ist schneller. Ja? Solche Sachen können passieren, oder? Dass du Jump-Conditions hast, die einfach keinen Sinn machen, teilweise, wenn du nicht 100% genau weißt, wie jetzt dieser Jump-Befehl funktioniert. Und deswegen, Manual ist immer der beste Freund. Ja. Und wenn man mal ansteht, sei es mal so, es gibt oft andere Wege, zum Beispiel Cross-References oder dass man ein bisschen Programmfluss durchläuft und ein bisschen Debugging macht. Ja. Muss ich die mal statisch reverse-engineeren. Gut, gibt es noch soweit Fragen? Ich mache mal am zweiten Computer schnell den Chat auf. Weil dann kann ich da eure Fragen mal analysieren. Ja. Gibt es Fragen? Ihr könnt reinquatschen, weil wir sind eh nicht so viele Leute heute zum Glück. Und ihr könnt auch gleichzeitig im Chat schreiben, was euch lieber ist. Keine Fragen? Sicher? Okay. Es gibt ja dieses 3xA, aber es gibt ja auch 2xA und 1xA, glaube ich. Macht es irgendeinen Sinn, die anderen zu verwenden? Also jetzt ein- oder zweimal A zum anderen? Also ich sage jetzt mal so, schau, du kannst laut denen zum Beispiel sagen, okay, das ist unnötig. Zum Beispiel Opcode, Evil Expressions, die will ich analysieren. Ich will alle Funktionen analysieren. Aber wenn du dreimal A magst, mach dieses ganze Zeug mit. Die wichtigsten Sachen, es gibt nur viermal A, ist aber experimentell. Also von dem her, ich finde persönlich, kann man machen. Aber wenn du wirklich überlegst, meistens willst du alles vorindiziert haben, wie wenn du es in ein normales U reinlädst, deswegen nehme ich dreimal A in der Praxis. Ja. Aber du kannst natürlich nur kleine Sachen rauspicken. Informationen zum Beispiel. Nur Function Calls. Aber es ist immer die Frage, wenn du schon Reverse Engineering willst, der Befehl dreimal A dauert eine Sekunde, dann ist alles vorhin indiziert. Macht es dann Sinn, einzelne Sachen rauszuholen. Ja. Was ich meine? Also, nicht falsch verstehen, ich glaube persönlich, du sparst da extrem viel Zeit im Wald, wenn du im Vorhinein schon alles indizierst. Sonst noch Fragen? Wenn es schon zu confusing ist, bitte laut schreien und sagen, stopp. Ja. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, jetzt haben wir ja i-Freizeichen zum Beispiel. Ich kann da nach irgendwas suchen. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, ich kann i, so wo ist auf meiner Mac die Tilde? Nee, da. I. Dann die Tilde, das ist das Grep von Radiator2. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, Canary Bit, bist du gesetzt? Also ich grepe nach Canary. So, sehen wir, okay, also das ist eine Stack Protection. Wenn man drüber schreibt, Buffer-Overflows, bricht ab. Ist nicht gesetzt. Perfekt. Das heißt, könnte man höchstwahrscheinlich Buffer-Overflows machen, können wir jetzt mal sagen. Dasselbe kann man natürlich jetzt nochmal
nicht NX, nur Execute machen, dann kann man, weiß ich nicht, PIC nehmen und da sieht man halt die ganzen Flags oder man kann sich Architektur und was auch immer rausdumpen. Das ist etwas, wo ich sage, okay, ist in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, sinnvoll, dass man sich da einfach nur einzelne Flag rausholt. Wenn man jetzt schon irgendwie durch das Crashen der Applikation rausgefunden hat, naja, ist ein Buffer-Overflow, würde ich zum Beispiel die zwei, dann würde ich ASLR anschauen oder PIE heißt es manchmal, ja, ist einfach, sag jetzt mal, dass die Adressen neu randomisiert durchgerotiert werden, ja. Wenn das nicht da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Buffer-Overflow, dass man wirklich exploiten kann, ohne Return-Programming oder irgendwas in die Richtung, relativ hoch. Wo ich auch ein großer Fan bin, IT, da sehe ich die Hashes. Das hat ein bisschen mehr mit der Malware-Analyse zu tun, aber gleichzeitig auch schreibe ich eigentlich in den Report rein, wenn ich von Kunden, sagen wir mal, irgendwas fürs Reversing bekommen habe, so, das sind die Hashes, wenn mir es der Kunde gibt und wenn ich es analysiere, nochmals, dass wir 100% sicher sind, gleiche Version, alles gleich, gleiche Exe. Weil ich glaube persönlich, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt da 5 oder 10 Versionen weiter hinten sind, was wir reverse-engineeren, das ist in der Realität gar nicht mehr da und es gibt andere Baustellen, die jetzt neu mit neuen Features dazugekommen sind. Ist immer wichtig, dass beide Parteien wissen, worum es geht und da hilft es meistens. Man kann schauen, es ist jetzt eine nicht signierte App, deswegen gibt es jetzt keine Signatur, aber wenn es eine Signatur gibt mit IT, kannst du es hier rausdampen. Dann gibt es noch IZ und da gebe ich den Tipp auch wieder, bitte nicht dreimal Z, also nur zweimal Search for Strings in the whole Binary, weil wenn man nur IZ macht, dann würde es nur in der Data Section, dort wo wir unsere eigenen Daten reinspeichern als Programmierer, ja, dort drinnen analysieren. Und für uns ist immer wichtig so ziemlich alles. So, ja, schaut meiner Meinung nach jetzt relativ schlecht aus. Hat mir eine Frage gestellt. Schau noch kurz rüber, weil es aufblinkt. Ah, okay. Danke. Du kannst es auch ruhig reinsprechen, wenn du es möchtest, weil ich weiß nicht, ob jeder, der zuschaut, das immer liest. Darfst du ruhig reingehen, wenn du Erklärungen hast. So, wo waren wir jetzt? Ja, natürlich kann ich auch wieder in diesen ICC mit grep nach Passwort suchen und sehe zum Beispiel, okay, da gibt es Funktionen wie Check Password oder irgendwas in die Richtung. Jetzt ein kleiner Trick, der schon fast anstößig ausschaut, aber wenn ich S-Word schreibe, sehe ich groß und klein geschriebene. Ja? Warum? Naja, Tilde ist ja in Wahrheit so eine Art Grab mit Wildcard davor, dahinter. Ja? Für der zu. Deswegen, wenn ich nach Passwort suche, suche ich meistens S-Word und wenn ich nach User suche, suche ich S-E-R. Warum? Dann habe ich Uppercase U auch dabei. Und Lowercase natürlich, also groß und klein schreiben. Muss ich nicht zweimal suchen. Ja. Ansonsten, ich meine, man kann sich da jetzt spielen und kann sich das ganze I anschauen. Wenn ihr das wollt, könnt es gerne machen. Ich würde persönlich sagen, wir gehen jetzt weiter und schauen uns mal die ersten wirklich wichtigen Sachen an. So, gibt es noch irgendwelche Fragen mal zu dem? Man kann sich auch die ganzen Symbols zum Beispiel anschauen und da sehen wir auch die ganzen Funktionen. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum nachher dann sowas wie Sym, wo haben wir es denn? Sym bei den Funktionen steht, wenn ich jetzt noch S-Sym, also reinsicken will, sehe ich hier ja auch die ganzen Funktionen offen. Und da haben wir zum Beispiel, was interessant ist, eine Compare-User, eine Check-Password, eine Main, eine Welcome, da kann man sich alle anschauen. String-Copy und wenn ich mir jetzt einfach mal das anschaue, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich sage mal so, ich schaue mir das jetzt einfach nur mal gleich hier drüber an, können wir mal ein paar Sachen durchgehen, was mir auffallen, wo ich sage, das ist meistens ein bisschen Erfahrung, aber String-Compare, naja, da fehlt. Also es gibt zum Beispiel str-n-compare. Ja? Da fehlt einfach die Limitierung der Zeichen. Kann jetzt sein, dass man es da irgendwie nachprogrammiert hat, aber wenn der Buffer drüber schreibt, kann man hier drüber einen Buffer-Flow haben. Jetzt sehe ich free. Das heißt, irgendwo wird mit alloc, malloc, clloc, keine Ahnung, Speicher am Heap, sei jetzt mal höchstwahrscheinlich allokiert, weil sonst müsste man nichts freigeben. Hat man das free vergessen, dann könnte man zum Beispiel via Heap-Spraying auf diverse Heap-Sachen zugreifen oder wer bei uns beim IOS Penetration Testing dabei war, weiß, dass wir den Heap gedumpt haben und dadurch die ganzen Passwort-Hashes, weil sie noch im Heap waren, weil der Speicher nie freigegeben wurde, auslesen können haben, beziehungsweise auch Plaintext-Passwörter. Ja, dann haben wir ganz normales Putstring, da kann man vielleicht Format-String-Attacken machen, weiß man nicht, sag jetzt mal, aber das ist so eine Vermutung, was man jetzt schauen könnte. Socket-Connection, das heißt, es wird irgendwas. Was ist noch interessant?
F-Close, das heißt, da wird höchstwahrscheinlich mit Dateien gearbeitet. Das heißt, vielleicht kann man da auch irgendwie Dateien embedden oder über Dateien einen Buffer-Overflow rausmachen, wissen wir alles nicht. Ja, das muss man sich anschauen. Das ist schlimm, String Copy ohne N, wenn der da vergessen hat, den Buffer zu spezialisieren, haben wir ein großes Problem. Memset kann jetzt gut eingesetzt werden, wir wissen es alles noch nicht, wir müssen uns wirklich anschauen, aber Memset kann jetzt relativ gut eingesetzt werden, dass man sagt, man serial alles, man tut, bevor man den Heap verwendet, alles rauslöschen und dann ist nichts mehr drin im Heap. Wäre jetzt, sag ich jetzt mal, ganz okay programmiert. Wenn sich überall konsistent durchgezogen ist, könnten wir vielleicht im Heap analysieren. Ja. Sonst irgendwas Wichtiges, sei jetzt mal so, wissen wir jetzt noch nicht. Jetzt ist so das Ding, ich will mal ganz ehrlich sagen, wir wechseln jetzt einfach mal in die Main rein, ob man jetzt, wie gesagt, S Sym Main, also S steht ja für Seek, kann ich jetzt gerne nochmal zeigen. Hier. Und wenn ich jetzt da reingehe und so reingehe oder so reingehe, wie gesagt, macht keinen Unterschied. Sieht man links an der Adresse. Jetzt können wir uns mit PDF die Funktionen geben. So, wofür steht jetzt das P? Natürlich für Print. Jetzt kann man sich mal anschauen, okay, Print D, Disassemble N, also wie viele Opcodes oder Bytes. Brauchen wir später dann beim Binary Patching, aber jetzt ist mal für uns wichtig, okay, PD, gibt es irgendwie so eine Möglichkeit, die ganze Funktion zu printen? Ah, okay, Disassemble Function. Deswegen nehmen wir mal PDF. Und dann haben wir die ganze Funktion durch Disassembled. Falls bei irgendwem das Scrollen nicht geht, ich weiß nicht warum, aber manchmal geht es einfach nicht inside of Rodeo. Keine Ahnung. Ja, dann hat man die Shift-Tasten und Pfeil nach oben und Pfeil nach unten. Ja, die Shift-Taste halten, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Dann kann man auch durchscrollen. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man Reverse Engineering starten kann. Möglichkeit Nummer eins, ah, okay, irgendwas, da kommt irgendeine Argument Value rein, keine Ahnung, dann kann man da einen Kommentar setzen. Okay, irgendwas, End ESP, das schaut man relativ nach Null aus, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder könnte man jetzt so analysieren. Nur ist da wirklich jetzt die Frage, was man sich stellen muss, ganz ehrlich, ja, macht sowas Sinn? Oder hier Stack Setup, zum Beispiel Basepoint und so, macht es Sinn, das zu analysieren? In der Realität, nein. Ja? Oder dass man sich die erste Variable rausholt oder was auch immer. Nein, was wir wirklich analysieren müssen, sind dann wirklich wichtige Sachen, wie zum Beispiel, hier gibt es ein Memset. Hier zum Beispiel sehe ich jetzt, dass ein String mit 127.001 gespeichert wird. Radar2 war nämlich intelligent vor, was diese Hex-Value, und jetzt hat es mir über den Kommentar schon auf 127.001 umgewandelt. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. Kopiere ich mir einfach die Adresse raus, sagen wir jetzt, ich habe dreimal A vergessen, habe nur zweimal A gemacht. Ja? Dann kann ich hergehen, Freizeichen und Steuerung Shift vorne, das hat aber nicht funktioniert. Nochmal, wir kopieren. Manchmal möchte ich nämlich nicht kopieren. Noch ein Versuch. Copy Selection. Kann Freizeichen machen. Steuerung Shift vor. Jetzt hat es funktioniert. Und dann wandelt er es mir um in Integer, Unsigned Integer, Hex und so weiter. Was für uns wichtig ist, ist der String. Und wenn ich jetzt sowas sehe, okay, das schaut mir dann Byte für Byte aus. Das heißt, das könnte man jetzt dann noch weiter zurückwandeln. Er war aber so intelligent und ist draufgekommen, okay, das ist die 127.001, also auf unserem Localhost. Da sehen wir, das steht für 1025, da stehen wir, das steht für eine 48, das ist uns jetzt relativ egal. Aber persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, dass er uns schon viele Informationen gibt, die relativ wichtig sind. Genauso wie hier der Function Prototype ist. Okay, eine Void-Funktion heißt, kriegt keine Rückgabe, also gibt keine Rückgabe. Memset kriegt Void Point of S, wissen wir jetzt nicht, was das ist, irgendein Integer C und Size T N. Da kann man jetzt überlegen, was es ist, oder man schaut einfach in Manual Pages rein. Machen wir alles später. Hier sehen wir zum Beispiel, dass er wohin springt, und zwar auf die Adresse. Das ist auch relativ schön eingezeichnet, immer wo er dann hinspringt. Und man muss einfach nur drüber schauen, okay, wenn die Kondition von vorher nicht das ergibt. Ja? Jump not equal. Also wenn es not equal vom vorherigen ist, dann springen wir wieder dahin. Kann man manchmal kontrollieren, kann man manchmal nicht kontrollieren. Wenn man es nicht kontrollieren kann, Binary Patching. Einfach überschreiben. Ja, wir haben das Binary bei uns. Sim Start Server, okay. Wir starten den Server, das können wir uns nachher analysieren. Wir sehen da, okay, irgendwas wird accepted. Ja, Klassiker, Client verbindet sich, wir akzeptieren den Client. Also es wird so eine Funktion sein. Sim Welcome, das kann jetzt so ein Hello-Banner sein oder so. Es gibt eine Authenticate-Funktion, die was nachher aufgerufen wird. Dann Send Password List, okay, kann man sich anschauen. Es gibt eine Reject-Funktion, auf die kann höchstwahrscheinlich auch hingesprungen werden, wie wir jetzt hier im Pfeil sehen, wenn
dass Stift Jump Equal, also wenn die vorherige Kondition falsch ist, Test ERX, ERX heißt, kommt da wirklich 0 raus. Ja? Wenn da wirklich 0 rauskommt, also was vorher drinnen gestanden ist, egal was deine Kondition das jetzt ist, in dem Fall, was der Rückgabewert von Authenticate ist, also wenn du 0 hast, gut gegangen, wenn irgendein Errorcode drin steht, 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, ist schief gegangen. Dann springt er einfach runter und schmeißt dich weg. Ansonsten nimmt er dich. Und ich sage mal so, man kann da voll in die Tiefe gehen und ich hoffe, Eranitox, nochmal, Eranitox, ja, wenn du Bock hast, kannst du gerne ein paar Sachen dazu sagen, wenn der Assembler-Code auffällt, wo du es gerne erklären willst, weil du hast ja auch Reverse Engine gefahren. Ich will dir aber keinen zu kompliziert jetzt die Aufgabe machen, weil man kann es kompliziert machen, man kann es das Leben schwer machen oder man kann wirklich die Sachen, was wirklich wichtig sind, analysieren. Okay, man sieht, da gibt es eine Close-Funktion und wie es aussieht, bleibt er die ganze Zeit, weil es schaut relativ nach dem aus, in so einer Art Sleep-Funktion und springt in einer Endlosschleife, weil das immer wieder hier, das wieder hochgeht, immer wieder rein, sprich, die Socket-Verbindung bleibt so lange offen, bis wir sie killen. Ja? Heißt, wenn man jetzt Cluedo oder wie der heißt, spielt und mal sagt, okay, was habe ich denn hier jetzt alles gefunden? Schaut nach einer klassischen Applikation aus, die A, einen Network-Socket startet, B, irgendwie eine Art Authentifizierung hat, C, eine Passwortliste rausgibt und kein Problem, alles gut, entschuldige. Ja, und im Endeffekt, sei jetzt mal, nachdem sie die Passwortliste gegeben hat, wahrscheinlich fertig ist und Funktionen hat, dass du User ablehnst und das dann Socket wieder schließt. Ja. Und halt endlos lange aufbleibst. Cool. Ja, schaut jetzt nicht wirklich spannend aus. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben noch die Sym-Check User zum Beispiel, Check Passwort oder Compare Username, schauen wir uns mal die an. Die werden, oder kann man es ganz der Richtigkeit halber, in Authenticate gemacht. Das heißt, wir schauen mal in die Authenticate rein. Man sieht jetzt wieder hier, von der Main ist er rübergesprungen, also Adresse hat sich geändert. Kann man PDF machen. Jetzt zeige ich euch gleich noch was Lustiges. Man kann auch ein PDF und dann add sym.main zum Beispiel machen. Und jetzt haben wir mal die Main wieder ausgeprintet. Nur was jetzt hier der Unterschied ist, wenn man das so mit PDF add macht, ist, wir ändern nie die Adresse. Wir bleiben mit dem Sieg wirklich im Originalen, was haben wir jetzt da genommen, in der Authenticate drinnen, ja, und ändern nicht die Adresse auf dem Main. Das sieht man hier. Das ist gleich geblieben. Ich will mal schnell irgendwas analysieren, dann springe ich darüber. Ja? Jetzt ein Beispiel. Ja? Wenn man jetzt sagt, okay, ich will aber trotzdem da drin sein, dann macht man es über den direkten Weg, indem man reinzieht. So. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man es analysieren kann. Wir sind ja jetzt da drin, ich kann jetzt ein PDF machen, ich kann aber auch Shift-V drücken, dann habe ich ein großes V, drücke Enter und bin im Visual-Modus. Wenn ich jetzt Shift-P drücke, kann ich da durchschalten. So, und da gibt es dann den Modus, den mache ich relativ gerne. Und es gibt auch noch, wenn ich jetzt, egal was durchschalte, die Möglichkeit, nochmal Shift-V zu drücken und dann bin ich in dem Modus, wo ich die Graph-View habe, wo ich jetzt schaue, okay, wenn die Kondition nicht zutrifft, dann bist du im False-Zweig. Wenn die Kondition zutrifft, dann bist du hier rüben. Dann brauche ich nur mal so durchscrollen und sage so, okay, da schließt er mal das Programm. Leave and Return schaut aus, wie er zerstört das Programm. Mehr müssen wir jetzt gar nicht drüber sagen. Okay, geh mal eins drüber. Return Value 0 schaut mal aus, als wie, ja, okay, schaut gut aus. Return Value 1 schaut mal aus, wie erster Error Code schaut schlecht aus, irgendwas in die Richtung. Und da kann man sich ein bisschen durchschauen, was passiert denn hier, ja. Ist eine Möglichkeit. Mit Q komme ich wieder raus und wenn wir gleich hier sind, kann ich was zeigen. Wenn man jetzt einen Doppelpunkt macht, kommt man in so einen interaktiven Command-Line-Modus. Das heißt, mit Freizeichen kann man auch schauen, was gibt es denn hier für Möglichkeiten. Da kommen wir alles noch dazu. Ich wollte jetzt nochmal zeigen, auch Redare2 ist mächtig und man kann komplett Gitter und Co. ersetzen. So, jetzt aber nochmal zurück zum Thema PDF. Und ist relativ witzig. Weil was wir jetzt hier sehen, wir haben die Authenticate, so da fängt es an, zwei Zeilen runter, da fängt es an. Wir haben ein paar Variablen, was in der Funktion sind. Und die Funktion bekommt einen Integer, der übergeben worden ist. Im Normalfall werden die Variablen unter dem Basepointer gespeichert, sieht man hier. Ja, und die Argumente über dem Basepointer, das heißt plus 0, x8 heißt 8 Byte drüber. Ja. Erreichen wir das. Das heißt, die könnten wir eigentlich so erreichen. Das machen wir später alles, ja. Aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt hier entweder rauf oder runter. Das sind die Kommentare.
So, das ist klassisches Stack-Setup, interessiert uns nicht. Was sehen wir jetzt als erstes? Okay, Username, okay, eine 58, Passwort 58. Okay, wissen wir nicht, wofür wir es jetzt verwenden. Schauen wir dann mal weiter. Dann haben wir hier String-Length. Das heißt, irgendwie wird die Länge von irgendeinem String gecheckt. Jetzt braucht man eigentlich nur mal durchschauen, von welchem String. Ich schätze mal von ERX, weil in ERX was reingeschrieben wird. Dieses Register ist wahrscheinlich, weil es das der Point of Char S ist, das, was hier drin steht. Das ist wirklich relativ plump, einfach so ein bisschen mal mutmaßen, hust, hust. Ja. Nee, ist eigentlich relativ logisch, aber kann man jetzt mal hust, hust, mutmaßen, weil er eh sagt, ERX schaut aus, wenn das jetzt der String Pointer ist. Sternchen steht für Pointer. Den werden wir jetzt checken wollen. So was steht in EX, könnte man sich jetzt entweder fragen oder man schaut nach. Ja, in dem Fall schaut es aus, wie wenn er jetzt die Adresse von hier halt holt, also irgendwas mit User. Gut, wird dann wahrscheinlich eine Verbindung aus dem sein, also er versucht einfach, wie groß ist der Username. Da wird Hex 10 übergeben. Okay, Gadget, wissen wir jetzt nicht, das kann man wieder überspringen. Hier kommt ein File-Descriptor rein, das schaut relativ interessant aus und hier kommt ein Write. Das heißt, irgendwohin schreibt er. Okay, kann man sagen, da wird ein Check-Username aufgerufen. Das heißt, irgendwie könnte es sein, dass ein Benutzername gecheckt wird. Dann kommt wieder eine String-Length-Funktion, wieder von so einem Char-Pointer. Okay, dann wird wieder was rausgeschrieben. Dann kommt der Check-Password. Und nach der Check-Password schaut es aus, wenn er durchrattert und wir bei dem sind. Und wenn die Check-Password gut gegangen ist, schaut es aus, wenn wir irgendwo hinspringen, was interessant ist. Ja? Wenn sie nicht gut gegangen ist, weil das ihm jetzt gut gegangen, wenn sie nicht gut gegangen ist, schmeißt uns raus. Gut, das heißt für uns relativ interessant. Oh, wir haben wieder einen neuen Teilnehmer, bitte einmal freischalten. Hat das funktioniert mit freischalten? Ja, perfekt. Ja, das heißt, man kann da wirklich so plump drüber gehen, sage ich jetzt mal. Jetzt ist es so, ich würde jetzt mal sagen, das allererste, was mich hier jetzt da wirklich, mich wirklich interessiert, ist Check Username. Weil ich sage mal so, ob da jetzt da irgendwie was, ich will jetzt einfach mal nur die App brechen und da mal reinkommen. Weil ich kann es ja probieren, ich starte jetzt hier mal zum Beispiel den Server, starte ihn, nichts passiert, okay. Testen wir mal, wir wissen ja die Socket-Verbindung, ich wiederhole es einfach nochmal, so oder so, Kali, ein Netstart, minus ANTP, da gibt es eine Verbindung. Gut, dann gehen wir mal mit Netcat einfach auf, geht sogar localhost, braucht man jetzt nicht zu 127.0 einschreiben, auf den Port drauf und sehen jetzt hier Jabas Plumbing. Welcome to Jabas Plumbing Services. Keine Ahnung, gib irgendwas an. There is not the droids you're looking for. Jetzt könnte man nach dem String suchen. Können wir. Müssen wir gar nicht. Wir haben schon eine Check-Username gefunden. Gut, schaut so aus, wie er uns rausschmeißt, weil der Benutzername nicht richtig ist. Na gut. Dann gehen wir zurück in Redair und schauen uns mal diese Check-Username an. So, kopieren uns das gleich raus. Es geht schneller. S für Seek und dann Check-Username. So. LS, nur kleiner Spoiler, und PWD und so, die normalen Kommandos gehen auch. Ja, also da gibt es wirklich durch, das wird der tun. So, jetzt können wir ein PDF machen und schauen uns mal die Funktion genauer an. Wie es euch lieber ist, man kann jetzt hier wirklich hergehen und sagen, PDF, ich weiß nicht warum, mir ist es so sympathisch. Man kann jetzt aber auch sagen, ja, jetzt haben wir es geprintet, mach es im Visual Mode, schalt mit Shift P um, bis wir hier zum Beispiel sind, wo man auch die Register sehen, was gerade drin steht und so weiter. Oder der Modus, wo ich jetzt einfach nur die Funktion sehe. Oder ich drücke dann nochmal Shift V und komme jetzt hier rein in die ganz normale GraphView und gehe die GraphView durch. Ich sage es ganz ehrlich, nehmt euch das, was euch am besten gefällt. Macht wirklich keinen Unterschied. Ja, ich gehe jetzt nochmal rein, schaue jetzt sicherheitshalber nochmal, bin ich in der richtigen Funktion. Schaut gut aus. Und so, bin in der Authenticate, das ist eben einen kleinen Fehler gemacht. Wechseln wir nochmal rein. Check Username, PDF. So, jetzt passt. Und jetzt hat er, können wir mal schauen, Check Username, bla 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 bla. Setzt wieder in den Speicher, lest irgendwas ein. Das wären höchstwahrscheinlich wir von der Command-Line, ja? Was da reinlesen. Gut, dann wird irgendwas rausgeschrieben und da haben wir ein String Reading Username. Das heißt, schaut so aus, das sieht man, das ist auf der Adresse gespeichert. Reading Username. Ist ein ganz normaler String, der gespeichert ist. Okay,
Schaut so aus, wenn ihr einen Benutzernamen einlässt. Gut, schreibt irgendwas raus, braucht man gar nicht wissen, und das schaut relativ stark aus, wenn ihr es am Standard-Out, also auf die Command-Line rausschreibt. Gut, dann hier meine File-Stream. Hat uns rausbekommen, was in dem EX steht, und wieder ein Character. Das heißt, wir haben jetzt einen F-Putz, das heißt, ihr schreibt irgendwas in der Datei rein. Okay. Und zwar Error, F-Putz-Error, haben wir da auch noch drin. Das heißt, es könnte ein Error sein, wenn das alles schief geht. Interessant. Wenn es gut geht, ich springe wahrscheinlich hierher. Okay, was passiert hier? Wieder Put Character, okay, eine 10 wird rausgeschrieben. Wissen wir noch nicht, was das tut. Müssen wir eigentlich gar nicht auch wissen, aber wissen wir nicht, was das tut. Na gut, dann schauen wir mal, okay, jetzt wird ein String Copy gemacht. Das heißt, ein String wird kopiert. Okay, jetzt wird wieder diese komische 10 da benutzt. Keine Ahnung, was das ist, aber hier sind Variablen. Okay, jetzt sind da Variablen. Da steht der Wert drin und der Wert drin. Jetzt kann ich hergehen, wenn der Kommentar nicht automatisch da ist, weil manchmal passiert es da einfach, dass der Kommentar nicht da ist, und mache jetzt ein Fragezeichen und füge das mal ein. Und dann sehe ich, okay, da steht Chub. Ja? Okay, ist Chub jetzt der Benutzername? Probieren wir es mal. Okay, wir sehen, ach ja, ich vergesse dann vorzuzeigen, im zweiten Terminal, wo wir natürlich einen Server offen haben, sehen wir natürlich auch den Output, was er rausschreibt. So, wo ist mein anderes Terminal? Hier. Also ich connecte mich nochmal auf den Port drauf und gebe jetzt mal einen Chub. Schon schlecht aus. Gut. Jetzt kann man sich das eine oder andere anschauen. Und zwar, was relativ interessant ist, was steht denn darunter? Ah, okay. Das könnte sein, dass dieses D-Word, das für Double-Word steht, mit einem Word erweitert worden ist, weil einfach, sage ich jetzt mal, der Speicher sich nicht ausgegangen ist. Okay, das heißt, ein A könnte jetzt noch hier dran gehängt werden. Wer das in ARM nachspielt, witzigerweise, in ARM speichert er einen vollen String hier. Ja, nicht in Chunks. Hier speichert er einen Chunks. Na gut, macht ihr nichts. Kann jetzt nochmal nachschauen, sicherheitshalber. Was wäre denn jetzt die 61? Hex 61, das ist ein A, aber gut, Hex 61, was ist das? Kann man wieder einfügen. Hex 61. So, natürlich ist falsch ausgegeben, sorry. Freizeichen 0, 61. Will er nicht. Na gut, ergibt ein A. Ist jetzt ja, falsch kopiert. So, und dann können wir jetzt mal suchen, okay, und versuchen, wenn das Java ist, könnte es sein, dass es funktioniert. Wer ruft jetzt als nächstes die Compare Username auf? Aber da wir jetzt schon hier hardcoded Strings wahrscheinlich drin haben, können wir jetzt den Schritt gehen, ich schaue jetzt noch die Compare Username an, oder ich kann einen Schritt gehen, okay, schaut es gut aus. Und man sieht ja, wenn da, sag jetzt mal, eine 0 wieder rauskommt, sprich, die Compare Username ist gut gegangen, dann springt er irgendwo hin, ja, und zwar, sag jetzt mal, wo ist es, da, ja, und sagt, ja, alles gut, Benutzername ist korrekt, werden wir gleich sehen, ob es funktioniert. Und wenn es schief geht, zum Wrong Username, also Benutzername ist falsch. Gut, das heißt, Service ist gestartet, der hat vorher den User rejected, ich starte es einfach absichtlich nochmal neu, dass wir nur den Output so sehen, wie wir brauchen. Connecte mich nochmal mit Netcat drauf und gebe jetzt mal Java ein. Okay, Password. Das heißt, wir dürften schon mal eine Stage weiter sein. Reading Username, comparing Username, Username is correct. Das heißt, im Output drüben sehen wir jetzt, ja, schon cool aus. Also dürfte mal richtig sein. Ja, heißt, wir können den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt, relativ simpel. Username gecompared, irgendein String hat rausgeschrieben, da ist ein Secret. Von der Secret weiß ich jetzt noch nichts. Okay, aber wir haben ja vorher das gehabt, weil jetzt haben wir sich die Username ausgegeben. Er fragt dann nach ein Passwort. Ich sehe jetzt hier keine Passwortabfrage. Dürfte so sein, als hätten wir jetzt irgendwie den ersten Teil von der Authentifizierung rausbekommen. Ja, ich sage mal so, AFL, List All Functions. Da können wir uns alle Funktionen anschauen, ja? Und nochmal durchschauen. Wir haben davor irgendwas gehabt, das auch noch mit Check war. Ah, eine Sym-Check Password. Die wurde ja vorher, wenn man sich erinnern kann, in der Authenticate nach der Username aufgerufen. Das heißt, ich würde mir jetzt das mal anschauen. Ich würde einfach mal hingehen, sicke rein und mache jetzt ein PDF und schau mal an, was ist denn hier anders. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, generell, ist relativ lustig, schaut es anders aus. Und zwar relativ ähnlich. So,
Jetzt gibt es die Möglichkeit, man könnte es jetzt relativ schnell lösen für die Advanced Reverse Engineers. Wir wollen es aber so machen, dass wir nicht nur statische Analyse machen, ja, sondern auch über Cross-References gehen. Deswegen zeige ich euch gleich den Weg mit Cross-References. Ja. Und weil es auch wichtig ist, meiner Meinung nach, zeige ich euch, wie man einen Kommentar schreibt. Das, wir würden jetzt einfach so weitergehen. Aber ich gehe nochmal zurück, damit ich euch noch was zeigen kann, weil in der Realität machen wir das so, in die Check-Username. Und in der Check-Username, ups, PDF, weiß nicht warum, aber ich bin es immer gewohnt, LS anzugeben. Ja, in der Check-Username sehe ich jetzt hier, ich hätte gern da was gespeichert. Und jetzt kann man darüber diskutieren, was. Natürlich, ich will reinschreiben, Username ist Java. Das heißt, ich persönlich schreibe es immer am ersten hin. Man kann es hinschreiben, wo man will, in den Kommentar. Aber ich schreibe es am ersten hin, wo solche Variablen auftauchen. Und sei jetzt mal CC. So, nochmal C steht für Kommentar. CC steht für Edit Comment. Ja? Und dann braucht man Add Adresse. Das heißt, die Adresse heißt CC. Username gleich Java. Würde ich jetzt sagen, Add. So, da ist es Add. Steuerung Shift V und dann gebe ich das rein. Hat es funktioniert? Keine Ahnung. Ja, dann machen wir mal PDF auf. Dann kann ich drüber scrollen und jetzt sehe ich hier meinen eigenen Kommentar. Wichtig, wenn es von Redare 2 kommt, sind es rote Kommentare. Wenn ihr selbst einen Kommentar hinzufügen, dann sind es jetzt weiße Kommentare. Ich kann mir hier so alles auskommentieren. Man kann es auch wieder überschreiben, indem man es jetzt einfach so macht und was anderes reinschreibt. Man kann jetzt einfach auch zum Beispiel hergehen und sagen, benutze mal Java. Und was ich gerne mache, wenn ich nicht mehr weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag beende und sage, ich weiß jetzt nicht, was ist, bin da fertig, dann schreibe ich oft rein, to do. Ja. Und das lösche ich nachher einfach wieder raus. Aber, da PDF, habe ich jetzt hier mein to do. Das heißt, hier habe ich zuletzt aufgehört zum Analysieren. Und ich gebe immer die Tipps, gerade zum Thema Kommentieren, ja, bitte, nur das Nötigste. So Sachen wie, okay, da wird eine 10 als Putscher irgendwo hingeschrieben, ist für uns irrelevant. Wir müssen nicht den 100%igen Kontrollfluss hier verstehen, dass wir da mal so weit kommen, dass wir sehen, da hat wer ein Hardcoded Credential drin oder ein Hardcoded Username drin. Also Funktionen wie Compare Username, die hat er wieder zurückholen können, also von dem her müssen wir gar nicht so extrem drüber gehen. Username ist correct und incorrect, das zeigt mir schon eigentlich, wie das aufgebaut ist. Und ja, wer es lieber hat, Shift-V, dann so lange durchschalten mit Shift-P, bis man das hat, was man am liebsten hat. Zum Beispiel das, wo man auch die Register hat, und das machen wir immer durch die Backen, habe ich die Ansicht am liebsten, ja. Und dann vielleicht sogar nochmal Shift-V und dann kann man den Kontrollfluss nochmal durchgehen. Und wenn ich den Kontrollfluss durchgehe, sehe ich, irgendwas passiert, irgendwas wird verglichen, ist interessant, er lässt einen Benutzernamen ein, hat da vielleicht einen Putz-Error, String-Copy, und da sehe ich die Variablen. Und da sehe ich wieder, okay, dieses 0x irgendwas, witzigerweise hat man jetzt den Kommentar drüber geschrieben, in der Graph ist es normal, auch da drüber geschrieben, würde ich es nicht wissen, ihr wisst ja, Doppelpunkt, und dann kann ich auch hier drinnen danach suchen. Ja. Und ich sage mal so, im Großen und Ganzen funktioniert das genauso wie draußen. Wie man das Beispiel löst, ihr könnt so viele Wege machen, aber ich will euch heute ein bisschen so mal die Möglichkeiten von Redare 2 zeigen, das Beispiel absichtlich langsam, vielleicht sogar in mehreren Wegen machen, damit man wirklich mit dem Tool vertraut ist. Und jeder, was nachmachen will, macht es einfach nach, weil ich finde, man braucht einfach diese Hands-on Practice, weil sobald man Redare 2 verstanden hat, das, was wir jetzt hier machen, die Funktionsweise drin hat, ist es wirklich nur mal nachschauen im Manual, was heißt denn das? Wofür steht das Register? Function Call, wenn in EX4 steht, was passiert dann zum Beispiel? Ja? Solche Sachen. Das ist dann klassische Analyse oder klassische Recherche. Aber das, wenn man das heute wirklich von heute alles verstanden hat, sollte man in der Lage sein, nach unserem Webinar eigentlich Reverse Engineering zu machen. Natürlich, wenn wir jetzt den ganzen Rest noch gemacht haben. Kann jeder gern mal reinschreiben. Du kannst gern Buffer Overflow versuchen. Ich weiß nicht, ob einer drin ist, weil das habe ich mir noch nie angeschaut, ob der einen drin hat, aber ich glaube, dass der einen drin haben könnte. Ja. Ist aber nicht Thema von heute, weil Buffer Overflow ist so eine Sache für sich. Da gehen wir schon fast in Richtung Exploit Development. Werden wir auch noch ein Webinar machen. Ich weiß noch nicht wann, weil das auch noch viel Vorbereitungszeit von unserer Seite aus. Aber wird es auch noch ein kostenloses Webinar geben zum Thema Buffer Overflows. Beziehungsweise generelles Exploit Development für Linux gleich. Kann man Buffer Overflow mit abdecken und das. Gut. Mit Q komme ich wieder raus. Ja, ich sehe natürlich jetzt, wenn es
schief geht. Also dürfte es wirklich das mit Jabba sein, sage ich jetzt mal nochmal in der Analyse. Wir wissen es ja schon, aber wenn es schief geht, springt er rüber auf Wrong User. Wenn es gut geht, der hat einfach das negiert. Das kann man ja auch negieren, ja. Aber das True oder False Statement, also if else in Wahrheit. Dann springt er darüber, haben wir Username is correct und da wird uns auch correct als Username rausgegeben. Und dürfte dann irgendwo hinspringen, sagen wir so, kann man sich dann in Ruhe anschauen, wo er hinspringt. Jetzt ist meine Frage, da schon die erste Stunde um ist, gibt es mal hierzu Fragen, bevor wir dann wieder zu den neuen Themen kommen? Wie folgt man Cross-Referenzen? Wie macht man dann Binary-Patching? Wie macht man Runtime-Debugging? Weil das ist dann viel komplizierter als jetzt. Oder viel ist auch gut. Also viel nicht, aber für viele ist halt, ich sage es ganz ehrlich, von der Sicht von meinen Studenten, wo es auch ein bisschen schon fast nach Cross-Referenzen haben wir dann einen kleinen Cut machen müssen und bei der nächsten Unterrichtseinheit weitermachen, was für viele dann doch ein bisschen zu schnell oder zu viel war. Ja, ich sage es ganz ehrlich, solche Schulungen sind meistens zwei Schulungstage, was wir machen. Das heißt zweimal sechs Stunden. Ich versuche es euch trotzdem in drei Stunden runterzubringen, dass ihr es übers Webinar habt, nachschauen könnt und so weiter. Deswegen ist mir wichtig, bitte Fragen stellen. Ja. Bitte Fragen stellen. Gibt es Fragen? Ich springe mal wieder rüber oder beziehungsweise ich gehe mal da in der Ansicht rüber. Und erste Frage ist, von meiner Seite aus sollen wir eine Pause machen? Zweite Frage, gibt es irgendwen, der schon ausgestiegen ist? Oder irgendwen, der sagt, ich blicke da gar nicht durch? Wenn ja, einfach unmuten, einfach ausschreien. Ist kein Problem, wir sind ja heute wieder eine kleine Gruppe. Bitte. Ich blicke es auch nicht wirklich durch, muss ich sagen, aber es ist trotzdem einmal gut zu wissen, wenn man es gehört hat. Ja. Aber ich bin ja nicht so weit im Mentoring, dass ich da. Du hast einen Vorteil, das ist im Mentoring dann noch dreimal erklärt. Ja. Und zwar, das kommt nächste Woche. ARM, 32-Bit, 64-Bit und vielleicht auch unter Windows-Architekturen. Schau mal, weil das neue Windows-Setup ist gerade gekommen vorhin. Ja. Ja, also. Aber es wirst du wahrscheinlich viermal nachher nochmal sehen im Mentor. Das heißt, mach dir keine Sorgen. Ich hoffe, dass ich es dann wenigstens einmal verstehe. Kein Kommentar. Liegt wohl am Lehrer. Oje. Oje. Schon wieder unbeliebt gemacht, dann ist selbst cool. So, naja, wo gibt es eine Frage da? Was ist so kompliziert? Nein, es ist einfach, ich muss mir das dann nachher noch in Ruhe einfach anschauen. Also generell, ich tue mir generell, nachdem ich nicht wirklich ein Programmierer bin und beim Programmieren keine Erfahrungen habe, tue ich mir natürlich auch mit dem Code einfach schwer zum Lesen. Wie was Einstiegspunkt ist, Ausstiegspunkt, da muss ich einfach mehr ein bisschen schauen, dass ja Python am Anfang zum Programmieren lernen und so, dass ich dann einmal ein bisschen was verstehe. Eranitox, du darfst dich auch gerne einschalten, weil es kannst du auch ein paar Tipps geben, weil du bist ja auch aus der Schiene, dass das auch so wie ich größtenteils selbst beigebracht und wir stimmen, glaube ich. Ich finde persönlich C. Du nimmst C her und nicht Python. Warum? In C hast du einfach genau die gleichen Funktionen, was wir hier in Assembler-Code herausdampen. Okay. Das wäre der größte Vorteil. Du musst mit Pointer umgehen können, du musst mit Heap umgehen können. Irgendwer hat gerade eine Nachricht geschrieben, eine Sekunde. Sepp, dir geht's ähnlich, ja. Ihr dürft ruhig schreien, hier an der Stelle, was machen wir da? Kein Problem. Ja. Es ist von mir kein Frontalvertrag, es ist wirklich, das Webinar soll euch helfen, dass ihr nachher dann auf dem Niveau seid und nicht irgendwie schnell alles durch, ihr habt es gesehen, kein Mehrwert. Schröde die Woche zwei, mehr sage ich nicht. Ja, perfekt. Eine Frage. Es sind noch zwei Wochen, was für die Fälle. Bitte. Welche Woche, in welcher Woche soll der Reverse Engineering kommen? Nächste Woche? Also du hast ja gemeint, das kommt im Mentoring? Nee. Im Mentoring, ja. Bei uns im Mentoring ist es in Woche 4. So kommen zusätzliche neue Sachen rein, oder wie? Kennst du unser Mentoring? Das ist unsere Plattform, unsere Schulungsplattform. Ja, aber ich dachte, ich habe so verstanden, dass jetzt ein neuer Stoff reinkommt. Oder habe ich es falsch verstanden? Ja, da kommt neuer Stoff. Es kommt immer neuer Stoff. Wir versuchen es immer dynamisch zu erweitern mit sinnvollen Sachen aus der Realität. Ja. Okay. Danke. Kein Problem. Alles gut. Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Da, Friedrich, bitte. Ja. Und zwar in der Realität
Kommt da nicht dann oft ASLR vor oder halt, dass die Binaries gestrippt sind zum Beispiel? Natürlich, aber ich sag mal so, Jan. Von bis, stell dir mal vor, wir sind jetzt hier noch bei sowas, irgendwer hat sich in PowerShell selbst ein Skript geschrieben. Das ist halt, mir hat sich selbst ein Skript geschrieben, wir haben es in Penetration jetzt gefunden. Wenn wir jetzt, ich gebe dir einen Klassiker. Erst einmal gemacht, in der Realität in einem Pentest. Wir haben es sonst schon gemacht, aber in der Realität beim Pentest war ein Spiel zu reverse engineeren. Ja. Nicht irgendwelche Übungssachen, sondern mal jemand, echt, das hat mir einen Auftrag gegeben, zu viel darf ich nicht sagen, aber nimm dieses Spiel, ist ein MMO, reverse engineer es. Und ja, auch das kommt noch, da haben wir schon ein MMO dafür gefunden, bei uns im Mentor. Aber da war so die Sache, ASLR an, NX an, Canary an, Stripped, Zertifikate eingespielt, alles Mögliche. Gut. Wie viele Projekttage waren es? 32. Also von dem her, da hast du Zeit. Ja? Das ist dann nicht so irgendwie schnell Kindergarten. Aber ich glaube persönlich, wenn wir jetzt hier wirklich, und das kommt dann eh im Expert-Development, reden wir eh noch drüber. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, okay, Return-Oriented Programming, ISLR Bypass, wie auch immer, ja. Das sind dann, glaube ich, Themen, da fliegen von, weiß nicht, wie wir jetzt gerade sind, 15 Leute heute oder so, fliegt wahrscheinlich jeder raus. Das wollen wir nicht unbedingt, ja. Also von dem her, in der Realität hast du schon oft. Also ASLR, Jan, das Flag musst du mitgeben. Also du musst vieles als Developer mitgeben. Gerade im Bereich mobiler Apps bin ich enttäuscht, dass eigentlich solche Sachen meistens nicht gesetzt sind. Schlimm ist es, wenn du sowas wie Cordova, Flutter oder irgendwelche JavaScript-Frameworks nimmst, die dir automatisiert dann den Code kompilieren. Ja? Weil es sind ja gar nicht so low-level wie in der C-Sprache, sondern sind sehr high-level, so ähnlich wie Python. Ja? Und die bauen dann aus JavaScript automatisiert irgendwie was zusammen. Und dann spielst du es raus auf die Architektur und die Flags sind einfach nicht gesetzt. Da freut sich der Penetration-Tester, Schrägstrich der Hacker. Nur wir machen es halt dazu, dass wir die Sicherheit von euch verbessern. Die anderen machen es halt dazu, dass sie euch schaden. Ja. Genau. Fragen weiter oder Friedrich, ist es beantwortet? Ja, Lukas, der Spruch ist gut, der Sampler ist geil. Good old days in der Schule. Ich würde gerne noch Friedrich einen Tipp mitgeben. Also ich finde immer für Anfänger die Seite begin.re ganz gut. Das ist gut, ja. Da kann man, also das ist eigentlich für Windows und für IDA, aber das kann man sehr gut auch mit anderen Debuggern und Disassemblern verfolgen. Und da hat man ganz am Anfang bei den also bei den Voraussetzungen, da geht man nochmal über einen kleinen C-Kurs und nochmal über einen x86-Kurs drüber. Und ja, wenn wir gleich dabei sind, wir können ja noch kurz, weil vielleicht bringt es ja den Mehrwert, über Reverse Engineering Suits sprechen. Und noch ein kleiner Tipp von mir, aufpassen, ob das MIPS oder irgendwie RISC-Architektur oder egal was, bitte ein Assembly lernen. Ja? Sind eh alle relativ ähnlich aufgebaut. Ich weiß, die Arithmetik ist ein bisschen anders, aber egal. Bitte eine Sache lernen. Nicht glauben, ich springe jetzt von 32-Bit auf 64-Bit auf ARM-Assembler. Mich hat es über 8 Jahre jeden Tag versuchen, irgendwie da reinzulesen, gekostet, bis ich das wirklich verstanden habe. Ja, Ranitox, kannst du die Seite reinschreiben? Danke. Das ist wirklich so. Bitte, gibt es eine Frage? Warum nutzt du nicht das M1-Setup eigentlich? Aus einem ganz bestimmten Grund, weil da müssen wir halt ARM Reverse Engineering machen. Und natürlich. Entschuldigung, ja, stimmt schon. Kein Problem. Auf Rosette 2 würde es laufen. Das Problem ist aber, da müsste ich ein Netzwerksocket reinpipen mit meinem Kali, weil das Kali ARM kann nicht, so wie Mac, und da muss man sagen, gar nicht so schlecht von der Technik, 32-Bit auf ARM laufen lassen. Deswegen kein ARM-Setup. Deswegen steht das ARM-Setup nebenbei nur zum Fragen beantworten und dass ich grob schaue, wo wir in den Folien sind, dass ich nichts skippe. Ja. Okay, ja. Mhm. Ja. Eine Frage dazu, du hast ja gemeint, nicht alles lernen, Lukas, würdest du denn dann empfehlen? Geh in irgendwas rein. Wenn du ein Raspberry Pi hast, dann mach das ARM Raspberry Pi Assembly. Reverse Star Wars. Oder wenn du sagst, mir hat es letztes Mal bei uns zum Beispiel das iOS-Ding hast du gesehen, mir hat das gefallen und du ladest dir Hopper runter, ladest es in der Demo-App runter. Bleib mal bei einer Sache. Im Großen und Ganzen kann man mir widersprechen, aber ich glaube persönlich, Reverse Engineering ist wirklich eine Tätigkeit, die lernst du vom Prozess, genauso wie Penetration Testing. Und dann musst du, und ich sag's ganz ehrlich, ich habe über 300 Penetration Tests gemacht, es ist jeden Tag immer was anderes dabei. Schon wieder neuer Penetration Test, schon wieder was Neues. Schon wieder nächster Penetration Test, schon wieder was Neues. Du musst immer dazu lernen bei unserer Branche. Ja?
Und ich glaube, wenn du einmal wirklich in einer Sache nicht schlecht geworden bist, sagen wir mal relativ gut, relativ, sagen wir mal, all das, was wir da gemacht haben, aus dem Stand selbst kannst. Ja? Mhm. Wenn du mal da irgendwo bist, egal ob es, wie ich gesagt habe, iPhones oder vom Android die Apps oder nimmst eine Windows-Exe her oder so, egal. Ja? Bei einem gut genug bist, dass du es selbst als du spielst, dass du die leichtesten Crack-Mes, sag ich mal, Reverse.me war es, glaube ich, noch. Oder Crack.me. Crack.me gibt es, glaube ich, noch. Ja. Da kannst du auch solche Binaries runterladen. Sie sind halt alle nicht so komplex wie das. Ja. Okay. Oder komplex oder haben mehrere Sachen, was man da analysieren muss. Sondern so. Und dann nimmst du was her, probierst zwei, drei und wenn du die wirklich alleine schaffst, dann kannst du mal die nächste Sache durchschauen, finde ich persönlich. Okay. Wo das heißt, schlimm man ist. Kann auch einfach mal starten bei Android. Das heißt, man muss nicht irgendwie bei einer Windows, beim Windows-Programm oder so starten, sondern man kann auch zum Beispiel sagen, man fängt bei Android an oder so. Das geht ja auch, oder? Wenn du 16-Bit hast, hast du andere Register, ist klar. Wenn du 8-Bit hast, hast du andere Register. Arduinos haben sie zum Beispiel manchmal. Wenn du 64-Bit hast, hast du andere Register. Register sind größer und so. Das ist ja alles klar. Okay. Das ist, was sich da jetzt mal grob ändert. Aber das Instruction Set, also so Jump-Befehle gibt es überall. Mal ein Register laden oder ein Register wipen, indem man einfach sagt, X oder das eine Register mit sich selbst. Da kommt eine Null raus. Also sprich, clear mal das Register. Solche Sachen hast du auf der ganzen Welt in jeder Assembly-Language. Was ich sagen wollte, eine Sache noch, wo ich nicht starten würde, so jetzt ist mein Kali ausgelockt, wo ich nicht starten würde, ist mit Game Reverse Engineering. Das ist eine ganz andere Liga, weil da musst du nämlich verstehen, was ist ein Collider, wie geht die ganze Game-Physik und ich sag's ganz ehrlich, ich habe bei uns an der Fachhochschule das genießen dürfen, dass wir schon zwei Kurse gehabt haben zum Thema Spieleentwicklung, wo man sich einschreiben kann. Einmal Unreal Engine und einmal Unity. Ich habe mich für beide eingeschrieben. Ist, ich glaube, eineinhalb Semester jeweils gegangen, aber beide mal dasselbe und das war einfach nur geil, weil jetzt verstehe ich auch, wie Spiele wirklich programmiert sind und dann kann ich das Reverse Engine von Spielen auch. Ja? Und da muss man nicht immer denken, Spiele, keine Ahnung, irgendwas wie World of Warcraft oder so, sondern du kannst ganz, ganz simpel denken. So Spiele wie, wie heißt denn das, Flappy Birds gleich, wo man nur klickt und da fliegt irgendwie so ein Vogel immer drum. Ja. Ja? Das hört sich so stupid an. Also in Wahrheit auch im Spiel, das hat auch relativ viel Game-Physik in Wahrheit dahinter, die du mal verstehen musst, dass du es überhaupt reversen kannst, weißt? Deswegen, das wäre dann on top. Ich finde immer, Software-Reversen ist leichter meistens als ein Spiel. Deswegen, Spiel nachher, aber welche Software, solange es legal ist, sage ich mal dazu, ja, solange es legal ist, ja, nimm dir, was dir am besten gefällt. Das ist genauso mit Pentesting-Setup. Schau, ich habe persönlich am liebsten macOS, weil es mir am stabilsten läuft und alles erfüllt. Wenn man sagt, ich möchte ein reiner Linux-Geek sein mit Fedora, Ubuntu, irgendwas Red Hat-basierten, egal was. Von mir ist auch Solaris, nur kann ich sagen, geht nicht gut mit Pentesting. Aber, oder ich bin voller Windows-Fan, habe dann ein Gaming einmal und wieder trotzdem irgendwie Reverse Engineering oder Pentesting machen. Komplett egal. Nimm dir das, was dir am besten gefällt. Wo ich einen Tipp geben kann, ist, nimm dir noch kein iPad oder Android-Tablet oder Smartphone oder so fürs Pentesting. Das versprechen so viele, das geht, aber ist nicht gerade in der Realität adaptierbar. Okay. Also nicht gerade mit Android anfangen und wenn, dann nicht mit Apps. Mit Spielen, so rum. Nicht mit Spielen. Ja, genau. Okay. Ich meine, es gibt die Möglichkeit, dass du die Spiele und alles rausdumpst. Google danach, das ist wirklich easy. Gibt es Tools, die ziehen dir einfach die Apps raus, also die APK raus oder unter iOS zum Beispiel die IPA raus. Und dann hast du sie rausgestript, ist eigentlich sogar legal. Apps, Spiele. Schau einfach, was ich auch empfehlen kann, wenn man schon ein bisschen auf dem Niveau ist, dass man Bug-Bounties macht. Ich sag's persönlich, ich habe keine Zeit für sowas, aber ich empfehle es immer jedem, der sich da irgendwie ein bisschen nebenbei Taschengeld verdienen will, weil bei uns in der Community gibt es mittlerweile drei, vier Leute, die haben schon was eingereicht und die haben schon ordentlich Kohle damit verdient. Okay. Bug-Bounty oder CVEs und so. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, erstens Hut ab, dass sie es gefunden haben und zweitens, ich glaube, dann hast du nicht nur die Challenge, ich will es lernen, sondern auch noch ein bisschen so, wie soll man sagen, ein materielles Goodie oder so, dass man sich freuen kann, okay, jetzt gibt es noch einen Benefit dafür. Ja. Gut. Sonst noch Fragen? Dankeschön dafür. Gern. Sonst noch Fragen dazu? Keine Fragen? Oder Alex, wolltest du was sagen? Okay. Sollen wir weitermachen oder braucht ihr eine 5-Minuten Pause? Oder so? Ich werfe für 5 Minuten Pause, dann kann ich mir kurz was zum Trinken holen und dann. Gut, ich würde sagen, dann, wenn die anderen nichts dagegen haben, machen wir halt 5 Minuten Pause. Oder ein Viertel nach, 3 Minuten, das wird mir auch reichen. Viertel nach, 3 Minuten, das reicht mir.
Hey, mach mal 5 Minuten, dann kann jeder noch schnell was zum Trinken und so. Alles klar. Einmal kurz gehen, einmal Bier trinken. Ja. Das Schlimme kommt erst, also Spiritosen jetzt bitte vorbereiten. Nee, alles gut. Und zum Thema Blackout at Wally, träum weiter. Warum? Das ist Sarkasmus. Nee, Blackout ist halt sehr überladen. Du kannst halt alles anpassen. Es ist zwar cool, aber nicht gerade Beginner-friendly. Das Erste, was ich bei Kali mache, ist apt install Kali Linux everywhere. Okay. Everything. Also einfach alles einmal installieren. Dann hat man alles oben und dann kann ich wirklich gehen. Ja. Was ich immer mache, den hier. Ich mache einen auf Windows. Statt immer Windows. Statt Kali. Das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Dann habe ich einmal gewusst, wie ich zurückstellen kann. Nochmal auf Undercover gehen. Ah, okay. Macht Sinn eigentlich. Wir machen jetzt kurz Pause und schauen mal nach, ob die Leute realisiert haben, die das jetzt nicht da waren, ob wir irgendwie da auf Windows umgestiegen sind. Okay? Ja, genau. Wir hacken jetzt unter Windows. Ja, ich hole mir auch noch schnell was zu trinken und so. Perfekt, 2, 3 Minuten. Auch. Bis gleich. So, weiter geht's. Wally ist zum Glück weg. So, warte mal kurz. Erani, sagst du was? War nur eine Idee für einen Zeitvertreib. Was? Warum F5? Mit F5 kommt man in so einen Modus, wo man die Farbpalette ändern kann. Und mit Doppelpunkt kann man die randomisieren. Ernsthaft, solche Spielchen schaust du dir an?
Was ist mit dir falsch? Selbstverständlich. Besser als die Disco. Ja, solange sind eigentlich schon alle da aus dem Volley. Ich glaube, der ist gerade kurz rein, so was Gott nicht mehr verstanden hat. Okay, heißt, es sind zwei Leute, drei. Ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind jetzt unter Reverse Engineering mit Windows. Wir haben jetzt schnell rüber geswappt, weil wir gesagt haben, man sollte das nicht mischen, wir mischen es trotzdem, um noch mehr Verwirrung zu stiften. Nee, Spaß. Ist also Undercover-Modus von Kali. Schreibt mal kurz zurück. So, und in ein, zwei Sekunden sollten wir wieder ready to go sein. Ich würde zwar trotzdem kurz mal raushüpfen und nochmal 100% QQQ raus. Auch hier raus. Und nochmal die Excel starten. Oh, ich habe sogar einen Bug bekommen von dem Modus. Das passiert, wenn man Leute trollen möchte. Das heißt, müssen wir nochmal neu starten. So. Funktioniert doch nicht so gut, dieser Kali-Modus. Bin ich ein bisschen enttäuscht. So. Perfekt. Genau, ich habe es in Hello World Air drinnen. Übrigens, für die, die es noch nicht wissen, einer der Gründe, warum man auf die neuesten Versionen von Kali updaten sollte, für die, die es noch 2020.3, glaube ich, um drunter haben, die Z-Shell. Es ist, funktioniert einfach so viel besser mit der neuen Z-Shell, was gleich bei 2020.4 gekommen ist. Ja, es ist der ganzen History, oder er schreibt man automatisch, ich mache einen Pfeil, dass der rüber statt ein Tabulator, kann da auch durch die Kommandos durchgehen, kann da auch, wenn ich Tab drücke, einzeln durch das Durchswitchen, es funktioniert einfach viel besser. Kann man sich selbst nachbasteln. Achso, hoppla, ich will jetzt nicht den Server starten. Ich wollte eigentlich nur mit Radar 2 die Server-Excel reingehen. Ja, 3xA nochmal, das mal alles analysieren. Und dann steht auf der Agenda Cross-References. Ja, wenn wir schon unseren Experten zum Thema Reverse Engineering und Co. drinnen haben, Granitox, du hast dein eigenes Buch und so. Du kannst uns ja sicher erklären, was Cross-References sind. Machen wir es mal ein bisschen dynamisch. Ich muss ja nicht immer alles sicher. Selbstverständlich. Und zwar Cross-References, das gibt es ja einmal from und einmal to. Ja. Yep. Und man kann dann from eben schauen, wovon auf die Funktion zugegriffen wird, und to yep. ist worauf. Einen Moment, habe ich das gerade verwechselt? Eigentlich nicht. Wieso? So falsch ist es gar nicht. Passt doch. Na, AXT ist ja Analyze Cross-References to. Genau. Ja. Aber das heißt, also Cross-References to heißt ja also zu dieser Funktion. Also welche Funktion greift auf diese Funktion, auf diese Adresse, die ich gerade habe, zu? Richtig, und from, ja. Und from heißt, auf welche Adressen oder auf welche Funktionen greife ich in diese Adresse im Prinzip oder in dieser Funktion gerade momentan zu. Ja. Genau, ja. Was hilft uns das beim Reverse Engineering? Ach so, ja, nochmal ich. Kein Problem, nicht stressen. Und zwar, jetzt mal angenommen, ich will es wissen, zum Beispiel, ich habe eine Secret-Funktion. Mhm. Dann will ich wissen, wie kann ich die im normalen Programmfluss zum Beispiel aufrufen. Und wenn ich dann die Cross-References eingebe, dann sehe ich, aus welcher Funktion die aufgerufen wird. Und wenn ich mich dann so zurückhangel, sozusagen, dann kann ich, wenn ich mich dann wieder vorwärts hangel, die Conditions eben durchgehen, um zu gucken, wie kann ich die Funktion erreichen. Und da kann ich dann theoretisch, wenn man zum Beispiel in einem Pentest ist oder sonst was, könnte man dann auch schauen, ob auf dem Weg vielleicht eben Buffer Overflows oder andere andere Bugs im Prinzip liegen, um eben den Programmfluss so zu verändern, dass ich an irgendeine Funktion zum Beispiel komme, an die ich nicht kommen sollte. Ja, genau. Danke fürs Erklären. Guter Input. Ja, kein Problem. Ja. By the way, gleich Werbung für dein Buch machen. Schrei raus. 100% ja. Rabatt für alle SMP-Member. Danke. Was kriegen wir wirklich? Nichts dazu sagen. Okay. Was für ein Buch? Er hat ein eigenes Buch geschrieben zum Thema Game Penetration Testing. Game Reverse Engineering, sorry. Genau. Wirklich? Game Hacking auf Windows. Schick mir mal die ISBN-Nummer. Vielleicht kaufe ich mal so ein Buch.
Ja, wenn ich 100% Rabatt kriege, ist es natürlich nicht günstig. Ja, 100% 110 Rabatt, hat er gesagt. Ein bisschen schwierig. 110, das heißt, du genau, hast mir gesagt, du nochmal und dann nehme ich es da ab. Ja, ich stelle es nachher mal rein. Ja, perfekt, super. Bitte, danke. Kannst gerne verlinken. Ist wirklich gut, ich habe schon gelesen. Ah, nice. Man kann es leider noch nicht kaufen, weil ich warte gerade momentan noch auf DVDs und da habe ich gerade ein bisschen Stress mit dem Anbieter, aber ja. Mal schauen. Immerhin hast du mir ja schon vorab den geschickt und ich habe es komplett gelesen und finde es gut für einen Einsteiger. Muss ich ehrlich sagen. Gut, zum Thema zurück. Wir wollen ja herausfinden, wo Password, wo ist denn das hier? Wo ist denn das Zielezeichen? Jetzt haben wir es ja. So, wo Passwords drinnen sind. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, IC, weil oft sagt man C beim Z im Englischen, IC steht für alle Strings in der Data Sections anzeigen. Wenn ich jetzt mit der Tilde, was ja für Grep steht, S-Word suche, habe ich ja alle Uppercase und Lowercase Passwords. Ja? So, jetzt habe ich wieder die Tilde nicht reinbekommen. Nochmal. So, jetzt auch. Und jetzt kann man so überlegen, gut, oder damit man es besser lesen kann. Gut, es gibt hier vier Einträge. Alle aus Seranitox, wo macht es am meisten Sinn, dass wir hinschauen? Eurer Meinung nach. Was werden das, wo wir hinwollen? Also im Kontrollfluss. Wir wissen das Passwort noch nicht, aber wir wollen da irgendwie hin. Ihr dürft ruhig reden, dürft ruhig die Hände raufwerfen. 11./Passwords. Was? Warum 11? Weil das nett klingt. Okay. Wir wollen jetzt mal die Passwortfunktion analysieren und möchten ja eigentlich sozusagen drüber kommen über die Authentifizierung. Also Punkt Passwort ist es nicht, was wir jetzt anschauen wollen. Okay. Kleiner Tipp, Wrong Password ist es auch nicht. Es gibt noch die 8. Warum Reading Password? Da bist du noch vor der Funktion. Du bist ja noch eigentlich sozusagen bevor die Authentifizierung vom Passwort stattgefunden hat. Es ist ja logischerweise Passwords korrekt. Perfekt. 100 Punkte. Genau. Pizza geht von deinem Konto aufs Haus für dich. Da darfst du gerne selbst zahlen. Respekt. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt reinschauen, S für Sieg und dann gehen wir mal die Adresse haben. Können wir jetzt hergehen und mal sagen, wir wollen nur 10 Zeichen ausgeben. So, wie gibt man jetzt 10 Zeichen aus? PD-Freizeichen, wir haben ja keine Ahnung anscheinend, ja? Okay, PD und dann N. Weiß es jemand, wie man 10 Zeichen ausgibt? Es ist, wenn ich es mir so durchlese, so ein Ding, finde ich es für Anfänger nicht ganz so logisch. Ich weiß, wie es ist, aber ja. Weil eigentlich N Bytes müssen wir angeben. Und nämlich relativ witzig, ich muss, weil ich es ja von der Adresse ausgeben will, PD 10 und 2 Dollarzeichen geben. Dann gebe ich von der Cross-Referenz aus die nächsten 10 Sachen. Das heißt, ab Password Correct startet es, wie ihr jetzt hier seht. Okay, da drunter steht Wrong Password. String Passwords. Okay, in dem Fall hätte man vielleicht sogar mit allen in die richtige Funktion reinkommen können. Okay. Ja. Sollen wir das weiter analysieren? Macht das Sinn? Da reinzugehen. Weil es schaut irgendwie nur aus, wenn die ganzen Strings gespeichert werden. Da ist ein String, da ist ein String gespeichert. Macht das schon Sinn, da reinzugehen? Weil auch da ist die 127.01 gespeichert, ist nur in der Data Section generell, das String, das gespeichert ist. Jetzt hat der Ranitox vorher was gesagt, das relativ Sinn macht. Gibt ja AX und dann gibt es AXT und AXF. To this address, from this address. Das heißt, wir könnten jetzt hergehen und mal sagen, naja, was referenziert denn auf die Adresse? Jetzt müssen wir die Adresse nochmal schnell raussuchen. Ach, nochmal, damit man die Cross-Referenzen finden. Und zwar hier IC als Word. Einfach mal nachschauen, wo gibt es denn sowas? Da müssen wir hin und dann referenziere mal dorthin. Okay, von der SIM-Check-Passwort wird dorthin referenziert. Ja? Man könnte schauen, gibt es noch irgendwas, wo das From macht jetzt zwar keinen Sinn, aber wir geben es jetzt einfach mal rein, dass wir nochmal
sicherheitshalber beide Funktionen drin haben. Ja, und zwar von dem Speicher, wo es drin ist, Define Byte oder was das gewesen ist, Password Correct, ja, von dem Label da. Schön. Das heißt, das macht eigentlich keinen Sinn. Wir müssen ja schauen, was referenziert denn auf unser Password Correct. Ja. Und zwar die SymCheck Password. Jetzt kann man jetzt hergehen und kann mehrere Möglichkeiten machen. PDF add das und mal reinschauen. Das machen wir jetzt einfach mal. PDF add. Ich habe es, glaube ich, rauskopiert. Ja. Und habe es dann einfach nur ausgegeben. Scroll ein bisschen drüber, analysiere sie. Oder ich sage es immer ganz ehrlich, ich mag es wirklich, hust, hust, deppen sich, wie man so schön sagt. Geh wirklich rein und schau, dass ich auch die Speicheradresse reinwechsle. Ist mir einfach lieber PDF. So, jetzt schaut das mit den ganzen Jump-Befehlen aber relativ kompliziert aus. Ja? Will ich jetzt nicht sequenziell Schritt für Schritt, Zeile für Zeile durchlesen, weil nervt vielleicht. Ja? Jetzt gehe ich einfach her, Shift-V, Enter, Shift-P, machen wir es jetzt einfach mal so oder machen doch gleich die Graph-View und schauen uns das mal langsam an, was wir denn hier finden. Gehen das durch und jetzt, durch die ganzen Graph-References, die hergekommen sind, haben wir da jetzt wieder komischerweise mehrere Variablen, die irgendwie zusammengebaut werden. Und jetzt könnte man hier wieder mutmaßen, das könnte jetzt das Passwort sein. Solo is my bitch. Wie gesagt, habe nicht ich programmiert, habe ich jetzt ein bisschen humaner gemacht. Ja. Ist aber so. Wenn wir es jetzt nicht drin stehen haben, was heißt das? Steuern wollte ich drücken, nicht als Steuern Shift V, mag er nicht. Okay, dann tippen wir es halt ab. 06 F 6 C 6 F 53 und dann sehen wir hier Solo. Und dann geht man es jetzt durch. Warum mutmaße ich jetzt, wenn da lauter Double Words oder die Words stehen, dass das alles zusammen in den String ergibt und die 104 dann nicht? Relativ simpel. Ich sage es mal so, wenn hier irgendwo ein Put Character ist und da schreibt man da irgendwie Zeichen, ist jetzt egal wie viele raus, witzigerweise sogar aus dem Buffer. Ich meine, ist alles immer ein Buffer, aber da hast du einen Buffer. Dann ist einfach für mich mal jetzt das Penetration, also bitte wirklich nicht falsch verstehen. Als Penetration-Tester brauchst du nicht die mega Reverse-Engineering-Skills jetzt hier rein investieren, sondern einfach mal logisch durchgehen. Ich nenne es immer so, es gibt sicher ein paar von euch dabei, die was auch technische Audits machen. Es gibt in manchen Projekten leider nicht das Budget, dass du alles händisch pentestest. Dann ist in vielen Fällen sag ich jetzt mal der Ansatz, okay, wir fokussieren uns auf die Core-Assets und alles andere kommt im Verfahren technischer Audit. Firewall, sind die und die Regeln richtig gesetzt? Kann man Vorlands zum Beispiel irgendwie durchbrechen. Ich meine, das ist relativ leicht zum Testen in Pentest, aber würde man jetzt mal sagen, kann man über Vorlands drüber gehen. Ist Masquerading an und du kommst und gehst da wieder irgendwo drüber. Solche Sachen, das kann man im technischen Audit-Verfahren auch prüfen. Ja? Dass man wenigstens den Kunden mal alles geprüft hat, kann man da mit technischen Audit-Verfahren schneller, effektiver manche Sachen rausbekommen. Oder mit Threat-Modeling, was wieder von einer ganz anderen Weise ist. Ja? Und genauso kann man es jetzt hier sehen im Projekt. Investiere ich die ganze Zeit, alles 100% zu verstehen oder denkt man jetzt einfach so, komm, das sind einfach vier Strings, die gespeichert worden sind, zusammengechained, wie es aussieht. Ja, dann schauen wir mal, ob diese vier Strings zusammengechained jetzt das Passwort ergeben. Und bisher, sag ich jetzt mal so, war es keine Blackmagic und eine relativ leichte Challenge und absichtlich ist so gebaut, dass wir da Cross-References machen können und so weiter. Binary-Patching ist auch nicht so schwer, aber man sieht hoffentlich hier diese Challenge, warum ich sie genommen habe, die steigert sich von Schritt zu Schritt. Ja, weil nur weil wir jetzt nachher dann Challenge 1 gesolved haben, kommt dann noch eine Challenge 2, die ist viel komplizierter. Also, da müssen wir dann schon ein bisschen mehr drauf haben. Aber finde ich mega gut, die Challenge. Das heißt, wir probieren jetzt einfach mal das. So, da ich zu viel Cola heute getrunken habe, habe ich komplett vergessen, wie man einen Kommentar macht. Wer traut sich, Hand heben und sagen, wie man einen Kommentar macht? Ich trinke gleich noch mehr. Ne, das ist kein Wodka drin. Und auch kein Whisky oder irgendwas. Nur Cola. Weiß es noch jemand, wie man einen Kommentar macht? Ich weiß es zwar nicht mehr, aber irgendwas mit CC. Okay, CC, Freizeichen. Wenn man es nicht weiß, das Freizeichen. Ist nämlich genauso, meinen Studenten habe ich auch 15 Mal gesagt, ich gebe euch keine Hilfe, ich habe das Freizeichen. Bitte lesen, weil in der Realität ist es so, wenn ihr mich nicht habt oder wenn ihr keine Doku habt, hilft euch Redertu relativ gut. Einfach das Freizeichen. Ja, okay. Das heißt, wie ist das nochmal gegangen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, Hustus. Heute ist es am Tag. Wer traut sich es probieren? Na, CC, Kommentar und dann die Speicheradresse, wo es hin soll, mit einem Ad-Zeichen davor.
Richtig, perfekt. So, jetzt machen wir es ganz plump. Jetzt kopiere ich. Ups, ich habe es gerade abgeschossen. Sekunde. Das Terminal gerade abgeschossen. Jetzt geht's wieder. Und der Scroll-Effekt ist weg. So, muss einmal kurz raus. Machen wir es draußen. Weil manchmal passiert es so, wenn du im Visual-Modus, im Graph-Modus irgendeine Taste drückst oder Alt-Taste drückst, schießt es ab. Das ist Virtatoo. Willkommen im Club. Jetzt gehen wir nochmal rein. PDF ist jetzt egal. Wir haben es ja da eh gefunden. Das heißt, wo möchte man einen Kommentar hinmachen? Welche Speicheradresse suchst du so aus? Oder Friedrich, ich glaube, du hast die Antwort gegeben. Ist egal. Gut, wenn es keine Antwort gibt, dann nehmen wir halt die erste. Das heißt CC. Dann war es. Hätte ich ja doch gesagt. Okay. So. Ist mal B Sternchen TC. Ich glaube so, ja. Das ist mal Bitch at V, die Adresse. Schauen wir uns das nochmal an. Eine wichtige Sache, weil wir jetzt gerade hier dabei sind. Viele glauben vielleicht jetzt schon, wir haben Binary Patching gemacht. Nee, haben wir nicht. Ja? Und die Kommentare generell auch nicht. Wenn du in Redare2 Binary Patching machen willst, musst du den Modus -W nehmen. Es gibt zwei wichtige Modus. Oder eigentlich drei. Weil der Standardmodus, was wir machen, ist dieses ER2, Server, bla bla bla. Starte es, ja? Standardmodus. Wenn ich -D oder Redare2 ausgeschrieben ist egal, ist beides, also das eine ist ein Alias aufs andere, so mache und dann die Server-Exe starte, habe ich einen Debugging-Modus. Und wenn ich Binary Patching machen will, dann habe ich hier diesen Write-Modus mit -W. Ich sage es ganz ehrlich, wenn ich das erste Mal starte, bitte nicht mit -W, weil wenn ich mir irgendwas umschreibe, ist nämlich das Binary kaputt. Man kann natürlich ein Backup machen, das heißt, was ich in Realität vorher mache, bevor ich was analysiere, CB, Server-Exe, nach server.exe.back für Backup. Fertig. Ja? Dann ist die eine gebackupt. Und dann nehme ich die Originale und spiele herum. Ja, das heißt, wir können jetzt mal das probieren. Ich kopiere es mir jetzt raus und ich könnte fast wetten, dass ich mich wieder vertippt hätte, wenn ich es jetzt nicht rauskopiert habe. Ich bin nicht im richtigen Folder, das heißt, ich gehe schnell rein, starte nochmal den Server. Habe ich euch, glaube ich, gar nicht gezeigt. File. Server-Exe. Man kann auch ein bisschen so Pseudo-Reverse-Engineering auch so machen mit File, Server-Exe, okay, ist ein 32-Bit-Linux-File. Ist ein Linux-Executable, die Intel-Architektur schaut mir aus, wenn ich mir das so anschaue, was wird es für Linux gemacht, für dieses GNU-Linux und so weiter. Sci-Ansh ist das, also man kann das schon ein bisschen durchschauen, NodeScript ist es, ja, ist eine Möglichkeit und dann kann man natürlich auch so eine Strings-Analyse mit Server.exe so mit Strings machen. Was sehe ich da? Die ganzen Labels, alles, was aus einem Global Linkage Table kommt, die Funktionen, hardcoded Passwörter. Nur mal ganz ehrlich, ich glaube, das ist gerade bei unserer App nerviger, als würde ich es in Redare2 reinfeuern. Ja, gut. Sieht man, glaube ich, da kommt man nicht wirklich zum Ziel. Es ist dann, sei es mal so, schnell mal durch, dann gibt es hardcoded Passwörter, kann man sagen, ja, aber das nervt auch trotzdem. Da kann man dann noch Krepen zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, ich greppe, da ist die Pipe, greppe nach Passwort. Okay, dann haben wir auch die Sachen. Das ist auch eine Möglichkeit, sag ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht gerade, man kann auch den GDB nutzen, GDB zum Beispiel. Also, ich will halt zeigen, es gibt viele Möglichkeiten. Okay, GDB hat nicht installiert, also lass meinen GNU-Debugger weg. Aber das ist dann noch komplizierter, so der, was du viel weniger Möglichkeiten hast. Ja, aber es gibt viele Möglichkeiten, die nach Rom führen. Ich finde persönlich, nehmt euch einfach Redare2 oder von mir ist auch Ghidra, hat es dann freigegeben, weil er gerade wer geschrieben, glaube ich, hat. XXD, ja. Was ist ein Rabin 2? Radare ist ja ein Framework von verschiedenen Tools. Ach so. Gibt es auch Binary Analysis. Ja, oder? Genau. Binary Analysis und so. Reversum ist ja auch noch der Assembler und so weiter und so fort. Was ich auch cool fand, ist Rafind für nutzt das wirklich so? Von Unicode Strings, weil das findet Strings manchmal nicht. Ja, aber nutzt das wirklich so? Rafind und Rabin, das kannst du ja alles in Redare2 direkt machen. Ja, genau, aber wenn du halt ins Script Hash. Ach so, du meinst, ja. Gut, das macht vielleicht, sag ich jetzt mal, eher mehr Sinn, wenn du bei der Karte dir dein eigenes Skript schreibst, so.
Aber also, ich nutze persönlich lieber Redair 2. Machen wir es jetzt nicht so kompliziert, dass jeder verwirrt ist, aber Redair 2 und mach mir die Befehle rein, wo ich es brauche. Finde ich persönlich effizienter für mich jetzt. Oder generell beim Schulen. Gerne deine Meinung sagen. Also klar, wenn du sowieso das analysieren willst, dann machst du das in Radare, aber ich habe es jetzt benutzt das halt oft, jetzt vor kurzem habe ich es mal benutzt, um eben eine Binary automatisch halt zu analysieren in einem Script, in einem Shell-Script. Ja, ja, das Thema automatisch analysieren ist, glaube ich, aber nur wieder, wenn du die Challenge mal gelöst hast oder ein Pattern hast, was du analysieren willst, dann macht es Sinn. Oder findest du wirklich, dass du bei allem automatisch Analyse schnell drüber jagen kannst und es funktioniert immer, was du willst? Ja, das war jetzt halt ein Tool, wo ich für CTFs jetzt angefangen habe zu schreiben. Okay. Solche Sachen wie halt zum Beispiel rauszufinden, ob es gepackt ist oder eben auch, ob da die Flag gleich drin ist und dass ich mir die dann raussuchen kann. Aber ja, so arg powerful ist es noch nicht. Aber. So Rob-Gadgets finden oder so kann ich mir vorstellen, kannst du darüber machen. Zum Beispiel Rob-Gadgets finden, Jump-BSP finden, solche Sachen. So ist es Mona eigentlich macht, Mona.py, für die, was unter Immunity-Debugger zu Hause sind. Sowas, oder? Ich würde jetzt mal sagen, sowas würde ich schreiben, wenn ich es nehmen würde. Aber gut, nicht, dass jetzt jemand das sehr interessante Passwort vergessen hat. Ctrl-Shift-T, dann machen wir wieder groß, sudo su. Kali, ja, ich nutze das Passwort Kali, weil hat das schon mal das Problem, dass es Leute gibt, die nachher dann nicht die Schulungen nachmachen kommen, weil sie das Passwort nicht gewusst haben. Gut. Genau. Dann, der nächste Schritt, was wir jetzt machen, ist mit Netcat auf Localhost drauf, 14.8.4 ist gleich, ja. So, Java, und ich hoffe, dass ich es jetzt eigentlich noch kopiert habe. Sicherheitshalber gehe ich nochmal rüber und hoffe, dass es jetzt richtig ist. Weil das ist immer der Klassiker, wenn ich die Schulung halte, genau, dass man irgendwas reinschreibt. Solo ist mal B, Sternchen, TCH war es, glaube ich. Probieren wir es jetzt einmal. Okay, jetzt sehen wir so, das dürften Secret Passwords so gewesen sein. Das heißt, irgendwo lässt sich auch so eine Passwortliste, wo Netflix, Passwort, Tinder-Passwort, Rankers Cage, keine Ahnung, 4chan, keine Ahnung, was das alles ist. Das dürften die Passwörter dafür sein. Wenn ihr wollt, kann man mal schnell reinschauen, wo er den Code hat. Und das wird einfach ich als Handspiel, sei jetzt mal, und jemand kann mal sagen, was wir circa schauen könnten. Weil es schaut aus, wie es ein Passwort-Store war. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, wir haben vorhin ein Secret gefunden, die analysieren wir. Keine Angst, machen wir gleich. Ist jetzt nicht so die große Hexerei, da brauchen wir Runtime-Debugging dafür. Ja? Und dann tun wir es Binary-Patchen, dass wir reinkommen. Aber im Endeffekt möchte irgendwer versuchen, dass wir da schauen, wo er die ganzen Strings reinschreibt, ob er die Hardcode schon vorher irgendwie abgreifen können. Möchte es jemand probieren? Wenn nein, ist für mich kein Problem. Es wäre halt intelligent gewesen, einen dieser Strings rauszunehmen. Irgendwas. So. Hat jemand eine Idee, wie man vielleicht schauen könnte, ob das drin ist? Airfind. Okay, wir sind aber jetzt in Redair 2. Ich bin zu faul, mit Airfind jetzt mal ein Statement zu schreiben. Gibt noch andere Möglichkeiten, wie man danach suchen kann. Minus. Was? Soll ich mit Minus anfangen? Nein, Plus ist ja, Minus ist nein. Da muss ich nicht so viel tippen. Ah, okay. Beamte, hust, hust. Nein, das ist diese Woche vom Lehrgang gewesen. Wenn jemand zugestimmt hat oder noch nicht fertig war oder fertig war, dann Plus gemacht. Wenn nicht fertig, dann Minus. Das ist fast der gleiche Witz, wie ein Physiotherapeut sagt, alle mit Schulterproblemen bitte die Hand heben. Fast dasselbe. Danke. Probier es ruhig. Wir haben jetzt gerade Cross-References zum Beispiel gemacht. Wie hat denn das nochmal funktioniert? Wir haben doch irgendwas sowas wie IC gehabt, was man alle Strings ausgibt. Da könnte man zum Beispiel reinschauen. Dass wir ja sagen, IC, also printe mir alle Strings und dann gebe ich mal das rein zum Beispiel. Finde ich nicht. Das wird es wahrscheinlich keine Cross-Reference drauf geben. Kann man damit kreppen? Kannst du mit dem RDR kannst du da auch kreppen? Also alles Strings ausgeben und dann Pipe-Grab irgendwas? Geht das mit dem Tool? Ja, sicher, aber das machen wir hier eigentlich genauso.
Ach so. Ich kann auch ISSC machen, dass es irgendwo versteckt ist und nicht in der Data Section ist auch nicht drin. Hm. Das ist blöd, oder? Hm. Schauen wir uns mal alle Funktionen an, vielleicht lest ihr eine Datei oder so. Oh. Sorry, AFL wollte ich angeben. AFL, es gibt ja noch Funktionen. Irgendwo haben wir gesehen, ich glaube in der Main, dass er noch andere Funktionen aufruft. Aber wir können jetzt hier mal schauen, ob es da irgendwas gibt wie Passwordlist, Send Passwordlist, da haben wir es. Und könnten jetzt mal die zum Beispiel analysieren. Ich sage es ganz ehrlich, ist nicht Part der Aufgabe, aber ich sage mal so, wenn wir die Zeit haben, können wir uns die nebenbei noch nehmen, was er da probiert. Ein bisschen anschauen. Er öffnet das File .password. Gut. Das heißt, woran sieht man das? Es gibt irgendwo .password, was auf dem Stack gepusht wird. Vor irgendwas interessiert uns jetzt nicht, was das ist. Wirklich jetzt. Brauchen wir nicht wissen. Ja? Dann kommt ein File Open Befehl. So, jetzt brauchen wir nur schauen. Const Charpointer File Name. Er erkennt, dass das Filename, also wird das der Filename sein. Können wir schauen, okay, wenn irgendwas schief geht, dürfte er wahrscheinlich exiten. Wenn es nicht schief geht, springt er mir irgendwo runter. Keine Ahnung. Ah, okay, ein Getline. Na, perfekt. Das heißt, er liest irgendwas aus, wie es aussieht. Dann schließt er wieder die Datei. Also, klassischer File-Reader, was da geschrieben worden ist. Ja? Heißt, wir können jetzt mal schauen, gibt es da wirklich irgendwo eine lokale File-New-Tab. Größer machen, so oder so. Ich meine, hello there. Gibt es hier eine .password? Wem? Password. Okay. Also wie es aussieht, ist das eine der sichersten Applikationen der Welt, weil die Verschlüsselung ist da, es ist nichts hardcoded. Ich glaube, eigentlich braucht man da nichts auditieren. Nee, also man sieht dort auch hier, es ist relativ plump geschrieben. Ich weiß, wir sind jetzt über 15.000 Wege dahin gegangen, aber mir ist ja wichtig, dass ihr mal alles von Redair 2 seht, was wirklich wichtig ist. Aber man sieht halt schon im Reverse Engineering, glaube ich, mittlerweile, man findet hoffentlich, hoffe, dass jetzt jeder verstanden hat, relativ schnell solche Informationen raus, was es tut, das Programm. Man muss gar nicht Zeile für Zeile verstehen. Ja, muss man gar nicht. Ich meine, unser lieber Game Reverse Engineer kann ja auch ein bisschen was dazu sagen, aber tust wirklich jede Zeile auskommentieren. Ich habe mir seit 4 Jahren, 5 Jahren abgewöhnt, jede Zeile auszukommentieren, weil es einfach nicht, will nicht sagen, dämlich ist, aber sehr zeitfressend ist und oft nichts bringt. Oder kein Mehrwert da ist. Was meinst du? Ja, dasselbe. Ich glaube, du hast ja auch mal meinen Post gelesen, wo ich über MMO-Hacking geschrieben hatte. Und was da eben das Problem ist, der ganze Netzwerk-Traffic ist ja normalerweise verschlüsselt, und zwar sehr gut verschlüsselt. Da gab es auch beim CCC mal einen Talk dazu. Da hat sich wirklich einer mal hingesetzt und hat den kompletten Traffic mal reversed von einem MMO. Und da saß er wirklich also länger als ein halbes Jahr lang dran. Und was man normalerweise aber macht, den Traffic, also die Send-Funktion so lange zurückzutracen, bis man findet, wo der Buffer im Prinzip von dem Packet ist, der eben noch nicht verschlüsselt ist, bevor er verschlüsselt wird. Also man kann sich vorstellen, intern im Spiel wird dann irgendwann gesendet, hey, sende ein Movement-Packet, und dann werden dann die ganzen Informationen reingeschrieben, und dann wird es weiter an die Verschlüsseln-Funktion geschickt und dann weiter an die Netzwerk-Send-Funktion. Und so, man kann dann schauen von der Netzwerk-Send-Funktion und dann zurücktracen, eben entweder halt dynamisch oder statisch über Cross-References. Ja. Und dann findet man eben auch unverschlüsselte Sachen. Und man guckt sich halt auch wirklich, wie Daniel gesagt hat, wirklich nur das an, was für einen interessant ist und nichts anderes. Ich sage es mal so, ich glaube, zur ersten Übung kann man den Weg gehen und sagen, okay, Push EBP, okay, er holt sich den Basepointer. Move EBP, ESP, okay, wir sind jetzt im Stackframe da, schreibt das im Basepointer rein, jetzt zeigen wir dort hin, wo wir in der Funktion sind. So, die Funktion wird aufgerufen und so weiter. Also, kann man machen, muss man aber nicht. Ja? Ich würde es gar nicht so auskommentieren. Ich glaube, dass es persönlich keinen Sinn macht. Vielleicht für den allerersten Mal, dass man weiß, wenn man noch nie Assembler gemacht hat, ein bisschen drüber redet, ja. Aber ich persönlich mache es gar nicht mehr. Ich mache mal, wenn der Kommentar mit Passwords nicht drin ist, schaue ich halt, was dieses Push ist und schaue mir die Cross-Reference dazu an. Oder from to, je nachdem, woher es kommt und so. Wenn da jetzt nicht File Open, aber das, ich glaube, ich weiß nicht, wie es du schon, ob das du schon mal gehabt hast, aber mir wäre noch kein File bewusst, wo jetzt nicht die Standard-C-Library rauslesen können hat. Auch wenn es obfuscated war. Hat eigentlich Redair 2, Ghidra, was auch immer, eigentlich immer rauslesen können. Ja. Access-Funktion. Wenn nicht, das Schlimmste sein kann, ist,
dass da eine 1, 2, 3, 4 oder was auch immer für jeder mal geht, gibt einfach in Google ein Linux Function Call Table. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. So, es wird irgendwie ein Hold-Befehl gesendet und davor irgendwie irgendeine Zahl. Wenn sowas passiert, gehst du einfach ins Linux Call Table. Das ist das Schlimmste. Hast du bitte zufällig eine Ahnung, für was das IMP steht, also IMP? Also sim.imp.exit? Ja, das ist für Symbols, das steht für imported, also importierte Funktion. Außer IPC müsste es sein. Warte mal kurz, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber wie kann man sich die Imported Libraries anschauen? IL, glaube ich, IL, ja. Schau, aus der holt er sich. Aus der libc shared object. Also er holt sich aus der libc die ganzen Funktionen, was das sind. Und dann, wenn du das Symbol drauf hast, ist dieses imp für imported. Ja. Das ist eigentlich. Und wenn du Funktionen hast, die bei dir drin sind, dann fehlt dieses imp. Du hast einfach nur Symbol Link auf das. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen. Was wollte man machen? Debugging wollte man machen, glaube ich, laut Präsentation. Stimmt's? Ja. Sag jetzt mal, das ist ein Ja. Genau, die App schieße ich jetzt mal kurz ab. Braucht man nicht mehr. Das braucht man auch nicht mehr. Das heißt, das Fenster kann man schließen. Eines lassen wir noch offen für Netcat nachher. Gut. Wir haben ja gesagt. Übrigens, meine E-Taste im alten Mac ist kaputt. Deswegen nicht wundern, wenn ich immer das E vergesse. Genau. So, wir können jetzt im Debugging-Modus starten. Das heißt, selbes Kommando und ich mache jetzt ein Minus D dazwischen. Dann bin ich im Debugging-Modus. Man sieht jetzt hier, dass der Prozess bla bla bla, die ID attached ist. Kleine Bitte, weil es ein paar Studenten von mir und ein paar Schüler schon von mir mehrmals gemacht haben, schließt jetzt alles vorher, dann startet es neu im Debugging-Modus, weil sonst wirst du nämlich deinen eigenen Port voll spoofen. So, schaut's aus, weil wir haben die App noch nicht gestartet, also wird noch nicht laufen, aber ich spoof mir das ja selbst voll. Ja? Wenn ich jetzt zweimal das gleiche Programm starte, geht der Port 14884 nicht, weil der ist schon besetzt. Jetzt kann er mir irgendwie einen Custom Hyper zuteilen, weiß ich nicht, oder er crasht gleich, oder wissen wir nicht. Ja? Kann man alles annehmen, sieht man dann live, was passiert, wenn man es austestet. Aber die App handhabt das so, da geht dann gleich auf 16.600 irgendwas. Ja? Keine Ahnung, irgendeinen anderen Port. Deswegen für alle, was jetzt nachmachen, wir haben jegliche RDR2-Instanzen geschlossen und haben jetzt den Debugging-Modus gestartet. So, jetzt listen wir uns nochmal alle Funktionen. Geht nicht. Warum? Wer weiß es? Hand heben. Eranitox, du bitte nicht, weil du weißt das Wort. Ich glaube, weil die einfach noch nicht geladen haben. Warum haben die noch nicht geladen? Was habe ich vergessen? Wir haben das Programm noch nicht gestartet. Nein? Nee. Da war doch noch was mit so 3xA. Ein AAA-Title ist ja unser Programm. Ah, okay. Gibt Sinn, ja. So. Wie man sieht, das dauert jetzt ein bisschen länger im Debugging-Modus. Ah. Jetzt habe ich falsche App geklickt. So. Hat ein bisschen länger gedauert. Das ist normal. Ja, macht euch keine Sorgen. Wenn wir im Debugging-Modus sind, ist alles langsamer. Einfach denken, ist wirklich langsamer. Jetzt geht Eiffel. Und nochmal zur Erinnerung, wir haben da irgendwo so eine Secret-Funktion gefunden. Also wer jetzt noch sagen will, oh, welcome, cool, können wir auch noch anschauen oder reject und so. Welcome-Banner bringt uns echt viel. Dass wir als Benutzer rausgeschmissen werden, bringt uns echt viel. Also solche Sachen oder die ganzen Importer-Funktionen wie die Originalen aus der Standard-C-Library, printf, strlang und so, die schaue ich mir eigentlich persönlich nicht an oder solche globalen Sachen, weil das einfach aus dem Kernel wirklich oder aus der C-Library da ist und wir es nicht anschauen brauchen. Das ist ähnlich wie, wenn ihr euch erinnern könnt, Android-Reverse-Engineering war es gleich, ja. Oder wo man Pseudo-Reverse-Engineering mit JDX-GUI gemacht haben, oder JDGUI. Wo du siehst, okay, das ist alles von Google, die ganzen Pakete. Wir suchen nicht, wenn wir jetzt für einen Kunden ein Penetration-Test machen, in Google oder in dem Fall jetzt im Linux-Kernel oder in der C-Library, den nächsten Zero-Day. Nein, suchen wir nicht. Wir suchen jetzt für unseren Kunden in seiner Funktion, die er geschrieben hat, suchen wir jetzt den Bug. Suchen wir jetzt die Probleme, die Schwachstellen. Ja? Deswegen macht es keinen Sinn, die libc da jetzt anzuschauen. Macht es keinen Sinn, getline anzuschauen, fclose, free und so. Ich sage es ganz ehrlich, wie ich angefangen habe, das ist fast 8 Jahre her, bevor ich noch in der Fachhochschule war, habe ich die Reverse Engineering richtig plump und stabil gemacht. Ich muss ehrlich sagen, hier ein Dank an unsere Fachhochschule, die haben es wirklich sehr gut beigebracht. Also, dass man wirklich dann Schritt für Schritt, Ulrich hat geschrieben, AAA hast natürlich recht. Dann haben wir es immer mehr und mehr Schritt für Schritt gelernt und das hat mir geholfen.
für die Leute, die nicht den Luxus haben, dass sie sowas lernen, ich gebe euch wirklich den Tipp, Bücher sind das eine. Da gibt es, wie heißt denn das, ich habe das Buch da oben liegen, Exploit. Das ist relativ gut, um mal einen sanften Einstieg in Exploit Development ein bisschen Reverse Engineering, gerade Buffer und Flow, also zu lernen. Aber die beste Möglichkeit ist, glaube ich, wirklich, sich ins eiskalte Wasser mit Red Air 2 zu stürzen. Nicht mit dem Ghidra, nicht mit dem Eider, nicht mit dem Hopper, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, man sieht, man hat hier nicht die Möglichkeit, dass man automatisiert irgendwo klickt, Rechtsklick, zeig mal alle Referenzen, Linksklick, da irgendwie, Graph, geh hin, klick, 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 die Bugge durch. Ja, gibt es in Kata und machen wir nachher dann Red Air 2, aber wir möchten es wirklich Step by Step machen, weil so lerne ich nur wirklich, wie die Prozesse ablaufen, die mir automatisiert worden sind. Ja. Gut, da war doch so eine Sim-Secret. Wo ist die? Ach so, sorry, verzeiht mir. Wollt ihr wieder eine Pause machen, weil schon wieder fast eine Stunde um ist? Braucht ihr die? Weil jetzt wäre, glaube ich, der optimale Zeitpunkt. Weil jetzt sind wir eigentlich bei dem Punkt, wo wir Breakpoint setzen, durch die Buggen, schauen, was macht das Programm und so weiter. Also ich brauche keine, ich kann direkt los. Mhm. Rest? Mhm. Gleich kann ich mir auch keine. Okay, perfekt. Ich auch nicht. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was referenziert denn auf das sim.secret? Call sim.secret wird von der Check-Username angerufen. Wie können wir uns jetzt nochmal einen Breakpoint setzen? Das haben wir noch nicht gemacht, aber... Und bitte, René, du sag jetzt nichts. Wie können wir dann nochmal schauen, wie wir jetzt einen Breakpoint setzen können? Wir sind jetzt an einem Punkt, im Pen ist das neu, das Thema. Wissen wir noch nicht, wie man sowas setzen kann. Wie könnten wir jetzt schauen, wie man einen Breakpoint setzt? Habt ihr eine Idee, wie wir das rausfinden können? Da, schauen wir mal da, nach den Chats. Fragezeichen. Im Normalfall, wenn man so einen Chat mit Fragezeichen schreibt, sage ich immer, was willst du von mir? Heute hast recht, genau. So. D, Debugger-Command, schaut gut aus. Also den Tipp gebe ich jetzt mal. Das heißt D, Fragezeichen. Gut, DB steht für Breakpoints-Command. Das heißt, DB ist mal gut. Wenn ich nur DB so eingebe, listet mir einen Breakpoint. Machen wir mal DB-Freierzeichen. DB, List Breakpoints. Okay. Was wollen wir? Wir wollen einen setzen. Das heißt, DB, Sym-Main sagst du zum Beispiel, Add Breakpoint to Main. So, nochmal zurück zur Cross-Reference. Gehen wir mal hoch, da muss ich nicht tippen. Wo wird es ja aufgerufen? Wo sollte man einen Breakpoint setzen? Wenn ich das, die Cross-Reference sehe, wo sollte man einen Breakpoint setzen, dass wir 100% langsam durchdebuggen können? Hat jemand eine Idee? Also man will geraten bei der Adresse, die oben steht, in der Mitte zwischen Username und Secret, dass man dort dann den Breakpoint gemacht hätte. Einfach wild geraten. Ja, du kannst entweder hier oder du kannst sagen, ich schaue mal die User an und gehe dann mit dem Debugger durch. Es ist sei dir überlassen. Ja. Ich persönlich gehe lieber langsam durch. Aber die beiden Sachen sind beide richtig. Ja, beides genau richtig. Da machen wir Breakpoint. Heißt, DB, Sim-Check-Username. So, und jetzt ist die Frage, wie mache ich jetzt ein Continue, wie starte ich jetzt die Execution? Hat jemand eine Idee? Wenn er das liest. Wie könnte man jetzt ein Continue machen, wie kann ich die Execution starten? DC. Gut, danke für die Antwort, Daniel. Kein Ding. Perfekt. So, jetzt gehe ich her und hoppla, starte mit Netcat auf localhost 14.884 was gleich. Ja, einmal irgendwas ab und schicke mal drei A's weg. Habt ihr es gesehen, dass da das Programm einfriert und gleichzeitig da der Breakpoint getroffen worden ist auf der Stelle? Ist jedem klar, was wir jetzt hier machen? Weiß jeder, was ein Breakpoint ist? Trotzdem, wir erklären, was ein Breakpoint ist. Naja, an sich ist ein Breakpoint ein Punkt, an dem man in das Programm dann Schritt für Schritt durchgehen kann. Dass man im Prinzip Zeile für Zeile durchgehen kann, sieht, was verändert sich, die Werte, die Variablen, dass man dort dann halt wirklich Schritt für Schritt durchgeht. Das heißt, es ist im Prinzip eingefroren und da kann man Taste für Taste weitergehen. Grob erklärt. Ja, sprich, sobald wir genau den Punkt getroffen haben, stehen wir jetzt da und können analysieren. Gut, ich nehme persönlich jetzt hier den Visual Mode am liebsten. So,
mit Shift P durch jetzt so lange Weiterwechseln, bis wir hier sind, mit den Registern, was wir da oben haben. Und wir sehen jetzt wirklich hier Plumbing Service, Password, Username, bla 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 und so, es steht schon was im Speicher. Das heißt, wir sind schon irgendwo mittendrin. Jetzt ist so die Sache. Bevor wir da jetzt durchspringen, nur dass alle wissen, Shift S, also großes F, ist Step. Ja, das heißt, mache den nächsten Schritt. Sieht das jeder, dass da ERP steht, der Instruction Pointer, und da geht Schritt für Schritt für Schritt weiter. Aber bevor wir es jetzt machen, jetzt müssen wir mal hinschauen, wo wollen wir denn überhaupt hin? Wir wollen irgendwo hin. Put S, put S, put char, string copy, compare username, bla 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 bla, bis zu secret. Daher. Ja? Jetzt ist nur die Frage, jetzt haben wir da JNE, jump not equal, ja? Mach irgendwas. Okay, compare D-Word und zwar ist ein Argument 8 steht mit 0. Gute Frage. Das heißt, die Kondition, dass wir dorthin kommen, in die Call Secret rein, ist irgendwas mit, wir müssen dieses Statement da entweder binary patchen oder auskommentieren oder wie auch immer. Ja? Gut, das haben wir jetzt mal soweit analysiert. Jetzt ist die Frage, was ist Argument 8? Nochmal, dass wir nochmal hochscrollen und schauen. Das ist schon fast langweilig, so lange zu scrollen. Stopp, da. Sehen wir da Argument. Das einzige Argument ist Argument 8H, H steht für Hex, das ist selbe 0x8. Also 8H und 0x8 ist immer dasselbe. 0x ist eine andere Schreibweise von 8H für Hex. Ups. So, und das heißt, wir können uns jetzt die Variable at EPP, also Basepointer, plus 8 ausgeben lassen. Wie geht das? Hat da jemand eine Idee? Wenn man keine Idee hat, gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, verdammt, jetzt war ich zu schnell mit Scrollen. Gerade weil ich nicht da wollte mehr. Wie gibt es die Möglichkeit, dass ich mir jetzt Hilfe anzeigen lassen kann, wenn ich keine Hilfe habe? Doppelpunkt und dann das Freizeichen. Gut, Print schaut relativ gut aus. Wir wollen irgendwas ausprinten. Gut. Print Freizeichen. Was gibt es da alles Schönes, kann man jetzt sagen? Ich sage jetzt mal so, scrollen wir ein bisschen, dann sehen wir Hexdump auf N Bytes. Hört sich spannend an. Ja? Heißt PX oder PX relativ gut. So, 4. Ah, verdammt. Nee, nicht abbrechen. Wollten wir jetzt gerade die Maschine schließen. So, 4 add. Was? Wir wollen 4 Bytes ausgeben, weil es 32 Bit ist. Von was? Kann sich noch wer erinnern, was wir da ausgeben wollten? Ich kann nochmal hochscrollen, wenn ihr wollt. So. Nochmal hochscrollen. Ach, ich mag es jetzt nochmal schnell, dass ich es nochmal ausgebe. Schnell. Mit. Ich gehe einfach nochmal raus und das kommen wir schnell hoch. Geht schneller. Kann sich wer noch erinnern, was wir ausgeben wollten? Ich habe es markiert. Argument 8H. Shift V. Gehen wir nochmal rein. Das heißt, wir wollten uns mit PX 4. Add-Zeichen, dann EPP plus 8 ausgeben. Plus 0x8 natürlich. Müssen wir auch richtig schreiben. So, da steht nichts drinnen. Ja? Seht ihr, da ist nichts drin. Da steht eine 4 gerade drin. Okay, 4. Keine Ahnung. Haben wir da einen Einfluss auf das? Keine Ahnung. Können wir das irgendwie umschreiben? Ich denke nicht. Na gut, jetzt kann man schauen, was ist diese 4? Im ersten Argument. So, einmal mit Q raus. So, Visual Modus, ich scroll wieder hoch und schau jetzt, wo das erste Mal das referenziert ist. Ich steppe noch gar nicht weiter durch. Sondern wir haben jetzt. Hilfe. So. Okay, muss ich mit den Pfeillasten scrollen, das mag er nicht. So, mag er auch nicht. Okay. Ist es ein bisschen blöd. Aber wir haben jetzt eine 4 vor dem ersten Read-Befehl drinnen stehen. Da wird es das erste Mal geladen. Das heißt da. Push D-Word, Argument 8, da steht eine 4 drin. Jetzt, ich hoffe, dass ich da jetzt eine Internetverbindung denen gegeben habe, also ihn gebridged habe. Wenn nicht, erteilt mein Firewall-Admin. Okay. Krieg gleich ein paar auf die Nüsse. Schau mal, ob ich einen Proxy drin habe. Natürlich ein Proxy. So. Wenn ich jetzt eingebe Linux read file d
Descriptor 4. Muss ich zuerst mal was zustimmen. Und da habe ich die Linux Mom-Page. Jetzt gibt es die Möglichkeit, man kann sich jetzt die Linux Mom-Page anschauen. Okay, ist ein Size T, Funktion Read, kriegt einen File-Descriptor rein, einen Buffer und wie viele. Okay, kann ich mal das durchlesen. Hab die ganze Read. Jetzt gibt es das relativ Lustiges, und zwar mal ein bisschen Stack Overflow durchschauen und so. Und das ist auch ein guter Freund von uns, sage ich jetzt mal, von unseren Penetration Testing Buddies. Ja. Wenn ich da ein bisschen durchschaue, ist ja klar: 0 Standard in. 1, sorry, ja schon. 0 Standard in, 2 Standard out. Nochmal. 0 Standard in, 2 Standard. Bekomme ich immer 0 out. Sorry, wenig Schlaf. 0 Standard in, 1 Standard out, 2 Standard error. Jetzt ist die Frage, was ist 3 und 4 und so weiter. 3, 4, 5 und so weiter, das sind dann Files. Das heißt, wenn du da ein bisschen schaust, merkst du dann irgendwann drauf, dass es was mit Files zu tun hat. Das heißt, was der ganz klar macht, ist eine File-Interaktion. Ja? Das ist eine andere Weise, sei es mit Files zu interagieren. Und wenn man sich nochmal anschaut, wir haben ja diesen Pointer, irgendwas wird referenziert, in C, sei es mal wie viel, das ist der Buffer, und dann der Speicher. Da könnte jetzt hier die Menge dieser 1023 sein. Ich hoffe, man sieht wahrscheinlich meine Pfeile, meinen Zeiger wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber diese 1023, wo ich jetzt hingescrollt habe, könnten vor dem Funktionscall jetzt das eine sein, der Buffer könnte das war 40 CH sein und das Argument 8 könnte jetzt die 4 sein. Ja. So, jetzt groß aufgeleuchtet, Frage dazu oder? Gibt es Fragen soweit? Weil es ist jetzt eher mal nur so, das ist wieder mal Analyse und ich wollte mal zeigen, okay, wenn ich nicht weiß, worum es jetzt hier geht, kann man das analysieren. Ja. Fragen soweit oder sollen wir weiter durchspringen? Weil ich gehe jetzt nochmal raus, einfach sicherheitshalber, weil ich es jetzt gerade ein bisschen durchgesprungen habe, damit wir nochmal zu dem Prozess kommen, Debugging. Das heißt, ist jetzt ein Breakpoint? Also hat es jetzt eh keine Fragen gegeben, oder? Wahrscheinlich. Okay. Ich setze einen Breakpoint, den können wir eigentlich direkt setzen, weil wir schon wissen, wo. Schau mit DB nochmal, ist er da. Continue. So, die brauchen nicht mehr. Netcat, localhost. 14884. Und jetzt gebe ich einen Java. Ist jetzt egal, irgendwas. Hitte den Breakpoint. So, jetzt kann man uns die, wir sind in der Check-Username, die Funktion weiterhin anschauen. So, jetzt sind wir in der Check-Username, der EEP ist da drinnen. Cool. Das heißt, ich will runter bis zu diesem Argument 8, kurz bevor diese Username, bla 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 bla, kurz bevor diese Kondition ist, also bevor er diesen Jump-Befehl macht, wo wir nicht, da haben wir keinen Einfluss jetzt drauf, sag mal, darf ich hinspringen auf dieses Compare. Das heißt, mit Shift S kann ich einen normalen Step machen, mit Klein S, also Shift weglassen, könnte ich Step Into machen, also sprich in Funktion ran. Das heißt, ich Step jetzt, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Kann ein bisschen dauern. Wer das nicht schaut, ob es da irgendwo Fragen gibt oder ob irgendwer über Telegram eine Frage gestellt hat. Noch nicht, ne? Bin ich jetzt drüber gesprungen oder? Ja, ich bin drüber gesprungen, sorry. Muss jetzt nochmal machen. Geh nochmal ein bisschen Modus rein. Genau, jetzt muss ich nochmal neu starten, weil ich bin zu weit gesprungen. Hätte ruhig verschreien können. Neuversuch. Schick ab. So. Connection refused. Das heißt, es rennt doppelt wahrscheinlich. Jetzt haben wir schon richtig zugespammt. Irgendwo rennt der Server X dreimal. Eine Sekunde. Yes. Exit. Yes. So. Schau mal, ob er da noch hinläuft. Exiten. Sudo su. Kali. Netstat. NTP. So. Nur die Firefox Connection läuft. Jetzt läuft gar nichts mehr. Jetzt sollten wir wieder draufkommen. R2-T.
dreimal A. Ganz kurz warten. Breakpoint setzen. Ist auch eine gute Wiederholung, wenn du dumme Fehler machst. Kann ich ganz ehrlich sagen. Wenn du jetzt einen dummen Fehler wie ich machst, ist auch eine gute Wiederholung, weil dann musst du nämlich die ganzen Kommandos wieder machen. So, jetzt schaut es aus, es wird da irgendwie ein Bug sein. Das heißt, wir schauen mal, okay, läuft es auf einem anderen Port. Der Server liest jetzt auf einmal auf dem Port. Manchmal ist es so strange. Ich weiß nicht warum, aber manchmal hat das die App. Wenn das passiert, gut, dann müssen wir halt einen NC Localhost auf den Port machen. Jetzt sind wir drauf. Dreimal absenden, viermal absenden, ist ja jetzt egal. Oh, und dann kann ich wieder in den Visual-Modus gehen. Shift P, da wollten wir her und steppe jetzt so lang. Und jetzt schaue ich ganz genau hin, bis wir putscher, string compare, compare username, bla bla bla. Da sind wir jetzt. Eins runter, sind wir jetzt hier in EEP, seht ihr? Und da kann ich jetzt mit klein s reingehen und sagen, gehen wir mal in die Funktion rein. So, jetzt sind wir in die Funktion reingesprungen oder in den Jump rübergesprungen. Okay, kann man jetzt machen. Gibt auch noch die Möglichkeit, dass ich jetzt hergehe und sage, printe mir an der Stelle etwas aus. Ist euch persönlich, muss ich jetzt ehrlich fragen, lieber, wir schauen uns das an, sei jetzt mal über die Secret, ja, oder über den, also sozusagen über die Secret direkt oder über das, dass wir jetzt mit dem Debugger da reinspringen. So. Weil ich finde persönlich, da gibt es zwei Lösungswege. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, was ihr wollt. In den Folien ist der eine Weg. Der andere Weg ist, sei jetzt mal so, dass wir es über die GraphView direkt reinspringen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier Shift-V, kann man das auch nochmal anschauen. So. Gehen wir nochmal raus. Jetzt bin ich wieder so weit gesprungen. Fuck. Falsche Taste. Nochmal. Heute ist echt ein guter Tag. Wenig Schlaf. So, nochmal rein. Breakpoint setzen. Wie ist es euch lieber? Sollen wir es über den Debugger machen oder sollen wir es über direkt die Funktion machen? Weil wir sind jetzt mit dem Debugger durch und haben jetzt gesehen, wo wir hin müssen. Jetzt gibt es einen schnelleren Weg. Ich mache es nicht mehr über den Debugger und gehe gleich in die GraphView ran oder ich lasse noch im Debugger weiterlaufen. Ihr könnt euch in den Folien haben wir mit Debugger weiterlaufen oder wir können jetzt wirklich mit der GraphView gleich direkt in die Main reingehen, wenn wir schon wissen. So, habe ich jetzt eine Symmetrickler. Ja. Dann brauchen wir die Debugger nicht mehr, weil wir machen jetzt eigentlich Binary Patching. Das heißt, eigentlich kann ich rausgehen. Ja. Ready R2 mit Write Modus und da sind wir schon beim Binary Patching. So. Geht es rüber rein. Warte mal, Sim, na gut, sim.secret, Shift-V, Shift-P mehrmals, dann machen wir da Shift-V und dann können wir mal durchschauen, was der macht. Und jetzt ist wirklich dieses Shift-V meiner Meinung nach das Beste, was du machen kannst, weil jetzt sieht man, glaube ich, erst, wie komplex das ist, die Funktion. Und jetzt gebe ich den Tipp des Lebens, als Reverse Engineer, als Penetration ist da, mach's okay drum. Da gehen 7 Billionen Zweige rüber, die grün sind. Links welche, die blau sind. Und das geht so in die Richtung. Jetzt schaue ich immer und meistens ist es so, wenn 0, dann, also wenn false, dann ist trotzdem eher das, wo wir hinwollen, weil es einfach verkehrt rum ist. Das heißt, ich folge mal den linken Pfad statt den rechten. Und gehe das jetzt mal hoch. Ah, Code Correct Sending Data. Mhm. Das ist eine Nachricht. Das heißt, ich gehe jetzt Schritt für Schritt hoch und schaue, das dürfte immer der rote Zweig sein, der rechte Zweig sein. Der linke Zweig sein, sorry. So, jetzt haben wir hier irgendwas. Ah, hier eine Cross-Reference von der Check Username. Gut, das heißt, Secret Function is called, haben wir jetzt hier, was er rausgeschrieben hat. Das heißt, hier dürfte es anfangen. Mhm. Jetzt compare ERX5. Okay, das dürfte eine 5 sein. Jetzt compare die Low Byte zum A-Register, ja, mit 0x57. Was ist das? Keine Ahnung. Wenn ich nicht weiß, was ist es, sehen wir, okay, ich kann mit Doppelpunkt, wenn ich mir das Freizeichen gebe, mir Sachen anzeigen lassen oder generell mal die Shell nutzen. Was ist denn 0x57? Ein W. Okay. Jetzt würde mich interessieren, was ist das nächste? Und so weiter. So, einmal zurück, raus, GraphView.
macht sie nur mit, dann kann er währenddessen die ganzen Hex-Sachen in Strings umwandeln, also in ASCII-Charakter. Macht das gerade irgendwer mit? Ihr dürft es gerne mitmachen. Das ist wieder, wie wir vorgemacht haben. Wir müssen uns jetzt hier raus, aus den ganzen verzweigten Sachen, müssen wir so einen String, beziehungsweise, ich sage es ganz ehrlich, sind zwei, weil wir einen Ohrzweig drin haben. Den sollten wir da drinnen sehen, dass wir dann nochmal woanders hinspringen und da gibt es noch einen zweiten Zweig, der genauso ausschaut, mit diesem Code-Correct-Sending. Und was jetzt hier? Wenn dieses Zeichen, ich sage noch nicht, was es ist, aber wenn dieses Zeichen richtig ist, springen wir darüber. Wenn nicht, kommen wir darüber, man sieht, es geht aber dann weiter in so einen ähnlichen Zweig, wo er wieder überprüft. Traut sich wer, alle Bytes umzuwandeln? Weil es ist wirklich jetzt nur, ich gehe jetzt nur her und schau, was sind all diese Bytes? Mehr ist es hier nicht bei der Challenge. Also, ich gehe her, Doppelpunkt, Freizeichen, 0x57, ist ein W, notiere mir das, gehe mit Q raus, scrolle weiter. Was ist 0x74, so da kein Abstand rein und sehe dann ein T. Hat schon wer umgeschrieben? Oder traut sich wer reinschauen in die Folien? So, das war jetzt ein bisschen zu viel Spoiler, aber weiß schon wer, was wir da für einen Schlüssel, sag ich jetzt mal, suchen? Beziehungsweise da gibt es einen Trick, wenn da reinkommt, dann sehen wir nachher. Aber weiß es schon wer, was wir suchen? Hat schon wer übersetzt. Sonst machen wir es einfach einzeln durch, wenn ihr es wollt. Ist auch kein Problem. Na gut, dann machen wir es einzeln durch, wenn keiner schreit. Entschuldigung. Ich hab's, wer hat das Wort? WTFR2. Mhm. Das ist das eine. Also, ich glaube, so weiter ist geschrieben, oder? Schauen wir auf die andere Seite, weil vor der 2 passiert was. Das ist ja dieses OR-Statement, sage ich jetzt mal. Entweder oder. Da trifft das eine das linke oder das rechte zu. Je nachdem. Da ist noch ein zweites Wort drinnen. Währenddessen zeige ich es den anderen. Und ich hoffe, jedem ist klar, dass wir jetzt einfach nur die Bytes, was da verglichen worden sind, angezeigt haben. Wir haben, wo sind wir denn? Ich glaube hier. Ja, wir haben hier, wenn das dazu trifft. So. Der Fairness. Ups, falsche Taste. Bin hier jetzt hingesprungen. Bla 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 da. Der Fairness halber. Was ist 0x32? So, das ist eine 2, eine 2. Gut, gehen wir nochmal raus. Wenn die 2 zutrifft, springe ich links. Wenn die 2 nicht zutrifft, springe ich rechts, also darüber. Wenn ich da weiterschaue, da passiert irgendwas, 0x38. Hat schon wer 0x38 übersetzt? 0x38 ist eine 8. Gut, gehen wir raus. Beide. Da passiert noch irgendwas. Ja, da wird ein Portfolio JPEG geladen. Okay. Da hast du ein JPEG geladen, das heißt, Bilder kommen da zurück. Wenn beide da sind, kommen wir dann auch wieder irgendwie in den Schluss raus. Das heißt, links wird der Objektplan JPEG LEN geladen, also ein Bild. Und rechts wird ein anderes Bild geladen. Das heißt, WTF R2 und R8 sollte für uns so ein Key sein. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Und jetzt bin ich hier im Binary Patching Modus drin. Bin ich in der richtigen Funktion? Bla 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 bla, sind wir in der Secret. Ja. Jetzt haben wir noch ein Problem gehabt, beziehungsweise das sehen wir nur in der Authenticate. Das heißt, ich gehe schon mal rüber. sim.authenticate. Perfekt. Bla 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 bla, wo ist es? Secret, Secret, Secret. Achso, nee, war in der Check Username. Warum sagt man das keiner? simcheck.user_name. Geben wir sie wieder aus. Und schau jetzt her, da ist die Secret. Nur, dass wir zu der Secret hinjumpen, haben wir da irgendwie ein Problem. Da muss vorher irgendwas zutreffen, dass wir da hinspringen. Wir können das nicht beeinflussen. Welche Technik könnten wir jetzt nutzen, damit wir dorthin kommen, wo wir hinwollen? Also, was könnte man jetzt machen? Hat wir eine Idee? Wir haben ja irgendwann mal, was war das? Ich weiß jetzt nicht mehr. Einen Jump-Befehl einfach negiert zum Beispiel. Gibt da auch noch eine leichtere Möglichkeit.
Runitox war es sicher, was noch einfacher ist, als wie einen Jump-Befehl negieren. Sagen euch Nops was, No Operations. Einfach ignoriere jetzt, CPU mache einfach nichts, CPU mache einfach nichts. Gibt es oft, wenn man Buffer-Overflows macht, so ein Nopslet, so ein Auffangpad. Und natürlich auch hier macht es Sinn. Wir machen es ganz simpel. Da springt er im Stackpointer weg, wollen wir nicht. Da springt er irgendwo hin, wollen wir nicht. Wir wollen ab hier weitermachen. Ja? Also rufen wir die SQL mit den ganzen Parametern auf. Na gut, dann gehen wir einfach hierher und machen jetzt was ganz Lustiges, und zwar sicken da rein. So, STRG-SHIFT-V. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt ein PD mache und ihr wisst ja noch hoffentlich vier, wo ist mein Ad-Zeichen da? Dollar, Dollar, zeig mal die nächsten vier Zeilen an. So. Genau. Wir wollen jetzt zwei Zeilen überschreiben. Jetzt muss man eins wissen. Da gibt es ein Write, ist klar. Sag jetzt mal. Oder denkt man sich jetzt. So, meine E-Taste ist rausgefallen. W. Jetzt müssen wir schauen. Okay, Increment, Decrement, Byte, Word. Es steht aber auch für Write. Okay, es steht dann. Und dann finden wir irgendwann dieses WAO. Modify, Opcode, Change, Conditional, Jump, Nop, etc. Hört sich mal nach uns an. WAO, Fragezeichen. Ohne Abstand. So. Nop, Current, Opcode. Das schaut sich mal nach uns an. Sag jetzt mal, das schaut so aus, wie wir das brauchen wollen. Das schaut sich gut an. Zeichen WAO, Nop gemacht. Ja. Und printen wir es jetzt nochmal aus. Warum hat er mit zwei beschrieben? Ganz simpel, er macht immer zwei Bytes. Macht er einfach beim WAO. Ja. Deswegen Vorsicht. Und das passt jetzt für uns mal relativ gut. Aber jetzt kann ich mal sagen, jetzt können wir mal probieren, dass ich dieses Binary, weil es ja gepatcht ist, nutze. So, jetzt war ich so intelligent und habe das Binary überschrieben. Das heißt, ich muss mal nachher nochmal schnell reinkopieren. So, wir haben das Server Exe. Und wenn ich die jetzt ausführe, schauen wir mal, was passiert. Und jetzt drauf. Natürlich hat er wieder den Port geändert. Netstat. ANTP. Da, wieder 1484, passt. So, dann probieren wir jetzt mal was. Und zwar WTF, großes R, so, sowas gleich. Schickt das ab. Jetzt kriegen wir was ganz Komisches zurück. Was ist denn das? Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Von der Analyse von vorhin. Was ist das? Ihr dürft ruhig schreien, alles gut. Sind schon alle ausgestiegen? Ja, ich hoffe nicht. Das ist was? Das ist das JPEG, das geladen wird. Ich finde gerade nur die Stelle in Radar. Richtig, ja. Richtig, das ist das JPEG. Und wenn wir es gleich nochmal machen, so jetzt hat es aber glaube ich nicht abgeschossen. Ja. Können wir jetzt WTF R8, was zweite, glaube ich, das zweite Bild holen? Ja. Also ihr habt jetzt gesehen, WTF R2, WTF R8 hat uns zwei JPEGs zurückgeworfen. So, jetzt habe ich eine Frage. Das ist richtig blöd zum Rauskopieren. Hat jemand eine Idee, was man machen könnte? Dass wir uns die JPEGs speichern? Das Passwort war schon so ein Hint. Also man kann ja WTF eingeben. Das ist dann Write to File. Danach müsste ich mal nochmal ein Fragezeichen eingeben, weil ich glaube... Geht noch leichter. Zeige ich was. Wenn ich jetzt sage, mit Echo, weil das ist das erste Kommando, was er reinschalten muss, ist WTF4.2 zum Beispiel. Netcat auf localhost, wird dann 884, jetzt schaue ich nur, ob das läuft, genau läuft. Schicke ich das jetzt über ein Netzwerksocket rein und jetzt zeige ich, schreibe mir das in /temp, sagen wir mal R2 rein. So, da habe ich keine Rechte. Weil das so gehört. Nee, warum darf ich da nicht reinschreiben? Ich will DF2, machen wir es anders, nach hier R2. Seit wann darf ich nicht den Temp-Folder als Root schreiben? Na, ist egal. Ach so, weil der dann nicht mehr Root ist. Ist klar. Gut, habe jetzt mein R2. Nehmt, was ihr wollt, mein Lieblingstexteditor ist einfach Vim. So, jetzt haben wir da ein Problem, da ist ein Banner drin. Der geht bis hierher, bis Username Doppelpunkt. Woher stammt dieser Banner? Wo sieht man, also es, ja, ich gehe mal kurz nach ihm raus. Woher stammt dieser Banner? Ganz am Anfang, weil wir kriegen ja, bevor wir das File zurückbekommen,
Und tun wir mal durchscrollen, kriegen wir ganz am Anfang, ich glaube, ihr könnt euch erinnern, kriegen wir ganz am Anfang diesen Banner noch mitgesandt, weil wir uns ja gegen den Service authentifizieren. Das heißt, was wir machen müssen, geht mit DD, das ist eigentlich ein Cut, aber ist egal. DD, kann ich das einfach die Zeilen jetzt so lange rauslöschen, bis ich mal beim Username bin. Jetzt muss ich überlegen, Username Doppelpunkt hat noch nichts mit dem eigentlichen JPEG-Header zu tun. Das heißt, bis daher lösche ich weg, Steuerung C, Doppelpunkt WQ für Write Quit. Und ich zeige es auf einen anderen, weil ich habe jetzt vergessen, oder wir laden es schnell das andere noch schnell runter mit WTF-8, weil wenn ich vorher File gemacht hätte, hätte mir gesagt, ist irgendwas, schau mal. Data, ja, und wenn ich mir jetzt R2 anschaue, wo wir schon gestrippt haben, ist ein JPEG. So, jetzt machen wir dasselbe Stripping nochmal schnell für R8. Weg, 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 weg. Und ich entschuldige mich jetzt schon für das Bild von WTF-R8. Wie gesagt, ist nicht meine App. Ich habe so ein Bild nicht gewählt. Aber gut, Spannung ist hoch. Dann, wo ist es jetzt hingespeichert? Home Kali. Das heißt Open Folder. Das sind die zwei Bilder. R2. Ich sage mal so. Das ist dieses, wie hat das Bild geheißen? Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwas mit Plan. Kann man da nicht zoomen. Ja. Können wir uns jetzt im Plan durchschauen. Und das zweite Bild ist das da. Obwohl, es ein Hintergrundbild. Nee, Spaß. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier erfolgreich, sage ich jetzt mal, die Challenge gelöst und haben auch Daten rausgeholt. Nehmen wir nur das schönere Bild von beiden. Ja. Ich sage mal so. Kurze Pause. Fragen dazu. Was wir da gemacht haben, steht eh in der Folie. Weil jetzt kommen die leichten Themen vom Reverse Engineering. Weil jetzt schauen wir es uns mit Pseudo-C-Code-Anteil an, dann schauen wir uns einen Teil mit. Wir nehmen das Interface, also Cutter dazu, und dann ist es ein bisschen einfacher. Habt ihr Fragen dazu? Braucht ihr noch eine Pause, bevor wir mit Cutter starten? Oder wer ist denn jetzt nicht mehr dabei, weil er jetzt gesagt hat, das ist mir zu viel? Und by the way, das ist noch immer eine leichte Challenge. Laut Hersteller. Ich freue mich. Aufs Bier oder was? So. Ich glaube, da baue ich schon was Härteres. Okay. Steirischer Kürbiskernöl-Schnaps. Ja, 5 Minuten Pause bis um halber wäre in Ordnung, fände ich, glaube ich. Okay. Dann machen wir das Kopf durchlüften. Ja, ich muss mir auch noch ein Bier holen jetzt. Ja, ich muss mal ein zweites aufmachen. Ja, okay, ja, bitte hol doch euren Bier, Nikotin, genau, stiften wir jetzt zum Drogenkonsumern. Danke, dass ihr es in meinen Webinaren alles so macht. Nee, ja, macht mal Pause, geht eine rauchen, trinken, egal was euch halt abkühlen lässt. Macht es. Beschädigt niemanden, bitte. Ja. Aber sonst machen wir mal bis halb, 5 Minuten Pause. Der nächste Teil ist relativ straightforward und wird relativ einfach sein. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Pause, Fragen, ja, was halt wichtig ist. Klingt super. Bis gleich. Und ein Tipp fürs Leben: nie wieder auf Windows umschalten, Daniel. Dann kackt wieder das Terminal ab. Du musst wieder neu starten. Na gut, bis gleich. Ist halt Windows, ja.
So, back to business, würde ich sagen. Das ist eigentlich genau das richtige Thema, um einen Freitag ausklingen zu lassen. Sind wir jetzt beim Bier trinken oder sind wir bei Reverse Engineering, Schrödi? Außer in zwei Themen. Sind eigentlich schon wieder alle da? Naja, nach der Woche, also wir haben, glaube ich, Mittwoch, Donnerstag haben wir den Bulk Extractor gemacht, um Bitcoins zu herauszufinden. Dann kamen noch ESP32-Module dazu, wovon ich null Plan hatte. Aber ja, wie gesagt, das schließt eine wundervolle Woche ab. Habt ihr es wenigstens gefunden, wo ihr nachher gesucht habt? Ja, ja. Ja, ja, da war auch so ein CTF. So ein CTF. Okay. Dabei, wo wir das getestet haben. War sehr, sehr spannend. Hört sich cool an. Ehrlich jetzt. So, ich lösche jetzt nochmal das Verzeichnis, weil ich war so dämlich und habe das Binary nicht gebackupt. Ich habe es zwar am Anfang gesagt, aber naja. Passiert doch mal Leuten. Weil mir jetzt so nebenbei, wie ich mir das drin geholt habe, eine Frage aufgefallen ist, was man eigentlich stellen könnte. Wie schaut es denn in der Realität aus mit Zeitbudget? Wenn ich jetzt einen Penetrationist mache, unter Easy Reverse Engineering Part. Ich sag's mal so, es gibt meiner Meinung nach nur eine Bauchgefühlsentscheidung. Ich lege meinen Kunden, und das ist meistens dann, wenn man Software pendest oder Softwareunternehmen, ja, lege den Kunden immer ins Herz, sag mal, wie viele Funktionen hast du denn circa selbst, oder wie viele Funktionen sind denn selbst implementiert, ja? Dann sagt er, 7 haben selbst geschrieben, keine Ahnung. Dann sagst du, es sind ungefähr 7 Projekttage. Ich weiß, dass es nachher dann sich legitimiert und immer weniger wird so aufs Ding gesehen, weil irgendwann verstehst du den Ablauf der Software. Aber gerade am Anfang sage ich am liebsten immer, pro Komponente sollte man eigentlich einen Manntag reinstecken. Weil wenn du es wirklich richtig mit bestem Gewissen machen willst und alles finden willst, alle Sicherheitslücken, dann brauchst du einen Manntag pro Funktion wahrscheinlich. Jetzt kommen wir zum Punkt Game Reverse Engineering. Ich glaube, Eranitox, du würdest mir nicht widersprechen, dass man das sagen kann. Es könnten sogar 2 Manntage pro Funktion sein, weil es da teilweise mit Network Traffic, der 100.000 Mal enkapsuliert ist, schwierig wird. Oder weil ich mal die ganze Physik verstehen muss, noch schwieriger wird. Was meinst du? Ja, also es kommt immer drauf an. Also gerade bei den ganzen asiatischen MMOs oder sonst was, du musst erstmal, die sind meistens schon gepackt und du musst erstmal eine Übersicht über das Spiel bekommen, wie es aufgebaut ist. Danach geht es dann relativ schnell, aber also relativ schnell. Ja, je nachdem, also man gerade da bei Spielen kann es auch sein, dass ein Anti-Cheat ist noch beschützt und sonst was. Das kann sein, dass man da manchmal wirklich einen Monat oder sonst was braucht, um halt erstmal wirklich halt was machen zu können. Aber danach geht es dann relativ schnell. Darf man das öffentlich sagen, dass solche Spiele wie Borderlands 3 noch immer ganz, ganz schlecht sind und du noch immer Speicheradressen mehr schreiben kannst, da checkt es nicht und kannst online solche Sachen machen? Einfach mal auf YouTube schauen. Borderlands 3, Klammer, relativ aktuelles Spiel, soweit ich weiß, kann man Speicheradressen beschreiben. Und dann kann man sich sogar online hacken. Und das ist genau, was der Ernetox angesprochen hat. Umso schlimmer es wird, umso mehr Zeit braucht man bei so Sachen. Also ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt keine Anstiftung, dass irgendwer Borderlands 3 hackt oder so, aber wenn man sich das anschaut, das ist viel zu einfach. Da wurde einfach nicht drauf auf Security gesetzt. Wo dann sogar die Freiheit besteht, wenn du deinen eigenen Speicher überschreibst, dass das eigentlich eine Straftat ist. Weil ich sag mal so, ich weiß nicht, wenn ich meinen Rechtsanwalt fragen würde, du, ich habe meine eigene Speicheradresse auf meinen Computer geändert, ist das jetzt eine Straftat? Ich bin jetzt Level 10 Millionen. Weiß ich nicht, was nicht gecheckt wird. Aber sagen wir es mal so, gehen wir jetzt mal zurück auf den Whitehead-Aspekt. Das ist ja relativ ein Sicherheitsproblem, was man wirklich hat, wenn du da das nie kontrollierst. Und wenn wir jetzt bei Spielen sind, gerade chinesische MMOs oder generell MMOs, das ist so komplex, da würde ich sogar pro Funktionalität wahrscheinlich 3 bis 5 Projekttage vorschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Charakterstellungssystem, selbst da 5 bis 7 Tage, was du brauchst, dass du es 100% verstehst. Und Sicherheitslücken findest wahrscheinlich. Deswegen, ja, ich sag mal so, nach dem Bauchgefühl und immer versuchen, pro Funktionalität wirklich einen Projekttag einzuplanen, weil es ist immer anders, als man denkt. Und es ist sehr viel Dokumentestudium dabei. Gut, ich habe es jetzt nochmal entpackt. Geh nochmal rein. Bitte was? Können wir ganz kurz nochmal zu Radare zurück, ganz kurz. Weil ich habe nochmal versucht, das statisch zu machen. Und zwar mit /w findet man ja die Magic Bytes. Und da habe ich dann auch 2 JPEG-Dateien gefunden. Ja. Ich bin jetzt hier bei einer, also bei der Plan,
JPEG und ich versuche jetzt mit WTF Ausrufezeichen dann Dateiname zu schreiben, aber irgendwie schreibt das mir keine Datei. Ich weiß nicht, ob das bei dir funktioniert oder wenn nicht, dann gucke ich das selber nochmal nach, aber das wäre ganz cool, wenn du das dann vielleicht noch kurz nochmal Ja, eine Sekunde, ich habe noch einen Anruf bekommen. Kannst du mal den Screen sharen? Oder mal sagen, wo das Problem war? Weil ich habe sie mit Netcat reingepiped. Sharst du mal kurz den Screen? Danke. Kannst du allen mal zeigen, schnell, wie du im Magic Spider rausgekommen hast und so? Weil ich glaube, das interessiert die anderen auch. Gibt's nicht. Warum rufen mich die Leute immer 5 und an? So, jetzt ist es wieder so. /W. Okay? Magic Bytes. Okay. Perfekt. Ja. Was an alle eine Frage, was sehen wir da? Dass JSON-Sachen gemacht werden, dass ein paar Unicode-Strings drin sind und dass es JPEGs gibt. Okay. Ja. So. Hilfe, wo ist mein Fenster hin von dir? So, ja, weiter. Ist im Visual-Modus, okay. Das ist jetzt den Objektplan.jpg, ja? Und was ist die Frage? Hast du dich gemutet? Weil wir hören, ich höre dich nicht mehr. Hört der Rest ihn? Oh, Entschuldigung. Okay. Ich weiß nicht, wann es gerade lag. Also kein Problem. Mikrofon hat sich gerade auf einmal gemutet. Vielleicht bin ich da irgendwie hingekommen. Kein Problem. Alles gut, ja? Also zumindest, ich will die Datei jetzt mit WTF abspeichern. Das ist nämlich write to file. Und dann will ich mir die Usage-Informationen dazu anschauen. Und dann klingt das ja eigentlich vielversprechend, WTF Ausrufezeichen. Ja. Write to file from current address to end of file. Und wie wir hier sehen, unser Cursor... Ich weiß gar nicht, der müsste auf jeden Fall am Anfang vom JPEG sein. Ich guck mal nochmal gleich. Geh nochmal hoch, ich glaube schon. Ja. Unser Cursor ist gerade momentan hier. Also ja, zeigt auf den Fall. Direkt am Anfang. Ja. So, das heißt, wenn wir jetzt WTF Ausrufezeichen, dann Dateiname. JPEG angeben. So, schicke ich das ab. Und dann habe ich einmal hier die Server-Dings. Ich habe das hier auch schon refreshed, aber irgendwie wird mir die Datei jetzt nicht angezeigt und ich weiß es nicht. Ich habe es auch schon versucht, in andere Pfade zu speichern, aber irgendwie wird mir das nicht... Das ist sehr strange, weil du hast es eigentlich richtig gemacht. Okay, ja, da muss ich nochmal gucken. Ich mag es für den Weg eigentlich nie in der Praxis, weil es meistens so, wenn du weißt, was das Programm zu tun hat, gib mir ein Programm, was du brauchst. Weil ich klicke lieber drüber so. Aber was ich mir jetzt gerade denke, das schaut relativ buggy aus. Ich weiß jetzt nicht, wo in Kata der Punkt war, dass du die JPEGs einstens rauskopieren. Also ich glaube, irgendwas rechtsklicken, dann kannst du speichern, ja? Okay. Ja. Wir können uns das gleich in Kata anschauen, ob man es da so rausziehen kann. Ich weiß nur, bei der Challenge, ich mag es absichtlich aus dem Grund mit Netzwerksocket, weil es schneller geht. Okay. Und ja. So, wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, ich schulde euch noch Pseudo-C-Code. Indem wir einfach die Server-Funktion anschauen. Fertig. Nee. Machen wir natürlich nicht. Haben wir nicht. Sagen wir, die haben wir nicht. Wenn ich jetzt die Server-Exe starte, AAA, wie immer, das alles analysiert ist, kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wo wollte ich hin? Gehen wir in die Main. Zeigen wir uns die Main an. PD, und dann gibt es etwas ganz Schönes, PDC. Pseudo-Disassembler-Output in C-Lag-Syntax. Jetzt gibt es auch sowas wie PDP, wie Python.
Also gibt es auch Sachen. Habt ihr eine Frage gestellt? Wo? Hilfe. Sorry. Genau. Du hast noch Bildschirmsharing. Das springt immer weg. Warte, ich spring nochmal raus, dass ich jetzt keinen Bullshit mache, damit jeder alles von vorne sieht. Da ist mein Kali. Danke, Uli. Tut mir leid. Nächste Berner Röste gehen auf mich. Wenn wir uns mal wiedersehen. Passt. ich starte Red Hat 2 mit der Server-Exe. Dreimal analysieren. So. Und jetzt PD-Freizeichen. Ich kann jetzt PDC machen, dann kriege ich einen Pseudo-C-Like-Syntax. Es gibt dann auch so JSON-Sachen und angeblich gibt es auch Python und so. Probier das gar nicht. Das hat bei mir nie funktioniert. Ja. Das PDC printet mir Pseudo-C-Code. PDC. Jetzt habe ich hier Pseudo-C-Code von irgendwas zum Entry-Point. Macht keinen Sinn. Deswegen springen wir mal schnell in die Main an. Mache ich hier im PDC. Jetzt sehen wir schon von der Main relativ schön, dass das jetzt ein C-Code ist. Function Main wird nie wer so schreiben. Eigentlich, ja, egal. Es ist komplett falsch, aber das sieht man schon, ist nicht wirklich gut. So, hier haben wir ein Label drin. Wird auch nie wer ein C so schreiben. ECX ist Argument Value. Gut. Wissen wir auch, wenn man in Wahrheit den Assembly-Code liest. Im Stackpointer steht irgendwas drin. Da wird eine erste Variable wahrscheinlich angesprochen. Oder so. Und das ist alles so, da sieht man dann, okay, hier wird 127.01 reingesperrt. Das ist der erste Vorteil, sei jetzt mal so, wo es leichter zum Lesen ist. Gleich. Man sieht, dieser Pseudo-C-Code ist nicht viel besser als wie Assembly. Ja? Ja, wo ich ganz ehrlich sagen muss, meine Meinung, was richtig gut C-Code generiert, ist Ghidra, ja, und Hopper. Na, Ida Pro auch, aber ich bin es nicht gewillt, wenn Skidra und Hopper gleich gut können, so viel Geld in Ida Pro zu stecken. Ich muss ehrlich sagen, Red Hat 2 macht es ganz okay, aber Hopper, besonders wenn du iOS oder macOS magst, das ist einfach fast, nicht, ich will nicht sagen nativ, weil das alles natürlich Office ist, aber fast 10-mal schöner zum Lesen als wie Assembly Code. Ich mag es trotzdem Assembly Code, weil ich finde einfach, das ist der richtige Weg, aber sagen wir so, viel schöner. Ja, Android und Co. reverse engineeren, meistens kannst du dir Java-Code rausdumpen, deswegen brauchen wir da gar nicht reden. Das ist dann Original-Code so ziemlich. Ja, und kann man machen, muss man aber nicht. Ich persönlich sage, es gibt die Option bei meinen Schulungen, mache ich es auch nicht gern. Jetzt gibt es die Möglichkeit, in Red Hat 2 UI zu starten. Ich switche jetzt einmal kurz auf meine Präsentation um, weil ich will euch das nur mehr im Weil es geht nämlich in aktuellen Binary nicht. Ich kann jetzt ein Websocket starten und kann mich nicht drauf verbinden, weil das im Debian-Packet kaputt ist. Jetzt möchte ich euch eine Sekunde, suchen das schnell aus meiner Präsentation raus, zeigen, dass es die Möglichkeit gibt und wie es ausschaut, da haben wir es. Wechseln schnell rüber. Ich weiß nicht, ob es wer von euch schon mal genutzt hat oder Ranitox, hast du schon mal genutzt. Ich persönlich hasse den Webmodus, weil der sehr buggy ist. Oder ich habe leider noch nicht das Vergnügen gehabt, dass es gut funktioniert hat, sagen wir es so. Also laut dem Entwickler, also Pancake, ich habe mit dem mal ganz kurz auf IRC geschrieben, ist das für ist das für Android-Devices oder sonst was, dass du halt von anderen Geräten drauf zugreifen kannst. Ach so, ja gut, das heißt, wenn ich, weiß ich nicht, unterwegs mich darauf SSH und dann zurückgehe und ich brauche dann doch noch irgendwie so, oder? Also dass man, eine grafische Oberfläche hat, die reverse, also die man halt irgendwie remote zugreifen kann. Die läuft ja auch über irgendeinen Port freigeben kann. Genau, 9090. Schaut. Sieht man Sengo, UNI-A, bla bla bla. Im Endeffekt R2 oder Red Hat 2 minus groß C und dann HTTP localhost und 9090 Teil darauf läuft. Wie macht er das? Red Hat 2 minus klein C ist gleich, dann dieses H für HTTP und Bindeless. Der Start ist so richtig komisch. Ja. Ich habe das Problem, und das sieht man auch bei Stack Exchange, haben viele mit WebUI Setup Probleme, deswegen habe ich einen Link reingegeben, wie man das behebt. In Kali kann man das beheben, indem man das Debian Package purged, also deinstalliert und sich das von der Source neu bildet. Dann geht's. Aber bei mir findet er die Links nicht und das hat ziemlich jeder aus Kali nutzt. Ja. Deswegen Red Hat 2, gut für Red Hat 2, da sind wir gerade, wir nehmen Cutter. Jetzt springen wir zurück zu Cutter. Weil, ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Benefit, meiner Meinung nach, gerade beim Penetration, also nicht, wenn ich jetzt hergehe, mein iPhone nehme und vom Remote da drauf gehe. Ja,
Definitiv, Visual Mode ist besser für Webmodus. Bin ich auch der Meinung, weil der Webmodus färbt nicht mal irgendwas an. Ja, hast recht. Also Entschuldigung, dass ich hier nochmal. Kein Problem. Der Visual Modus mit dem Ausrufezeichen ist ja nochmal der Tab Visual Modus. Da hat man dann auch verschiedene Tabs und kann dann auch eben draufklicken und sonst was. Aber halt alles in der Konsole. Und das ist dann relativ. Max, mir bitte nicht so kompliziert heute. Ich glaube, wir haben schon genug Stoff. Es gibt auch. Kannst du den Graphen, falls man eine einfache GUI will, remote irgendwie sich verbinden will, dann finde ich das fast, ja, wie du gesagt hast, ich mag das Web-Interface auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, ich finde den anderen, was du gesagt hast, das finde ich jetzt logisch, aber ich würde es nie so anwenden. So, apt-install repair to cutter. Wenn ich es installiert habe, finde ich es hier nicht über Cutter oder so, sondern habe es dann da drinnen und ich gebe einfach Cutter ein, habe es jetzt. So, der hat das von mir noch von der letzten Schulung gespeichert, das heißt, ich remove jetzt mal das Item. Schaut dann so aus in der Realität, ja. Jetzt sage ich Select und gehe jetzt her, nehme die Server-Exe. Open. So, nicht im Write-Modus, wir wollen jetzt nur mal statische Analyse, beziehungsweise wir können auch Debugging machen, wenn wir möchten, aber brauchen wir gar nicht. Wir können es jetzt statisch nochmal durchgehen, wir euch nur zeigen, was der Vorteil von Cutter ist. Virtual Addressing, ja. Symbols, das passt für mich. Da alles auf Auto lassen. Ja. Wenn man sich verklickt hat, einfach Cancel und nochmal neu starten. Das mache ich dann meistens, ja. Okay. Und Analysis ganz oben war enabled. So, bevor wir starten. Ihr seht alles, oder? Ihr seht mein Screen. Sicherheitshalber nochmal nachfragen. Ich gehe dann immer auf Windows und schaue, dass hier alle Sachen angehackt sind. Wenn es nicht angehackt ist, bitte machen und ich tue mir auch die Konsole einblenden. Normal schaut das, ich glaube, irgendwie so aus ohne Graphy und so. Ja. Ich haue mir das immer alles rein, weil ich es persönlich brauche. Console, also man kann auch die Comments in den Tab reingeben. Wobei Comments tue ich eigentlich immer ausblenden, weil das stört mich meistens. So, dass man mal kurz hinkommt, weil es schon wahrscheinlich kompliziert ist. Ich packe mal kurz die Konsole weg. So, jetzt muss ich kurz das Bild da weg. So, jetzt haben wir es. Und zwar, im Endeffekt sind wir genauso wie am Entry Point irgendwo, keine Ahnung, irgendwo drinnen. Das 3xA hat er schon automatisch gemacht. Ich habe jetzt das Dashboard, das ist das hier. Ich habe jetzt Strings, das ist ein Tab, wo ich mir die ganzen Strings analysieren kann. So, Dashboard ist das. Sorry, hat er jetzt den Klick vorne nicht genommen. Da sehe ich die ganzen Informationen schon. Version-Infos, das Zertifikat, wenn es dahinter ist, die Hashes, Funktionen, wie viele Cross-References gibt es, wie viele Funktions-Calls gibt es, wie viele Strings gibt es und so weiter. Ja? Das ist relativ cool, weil ich sag mal so, jetzt sitzen wir schon da, als hätten wir einen Hopper, einen IDA Pro, so in die Richtung sind wir dann schon. Nur das passiert jetzt alles auf Redair 2, was wir vorher gemacht haben. Stammlos C. Also wir sehen da relativ viele coole Sachen. So, dann gehen wir durch die Strings durch, sehen alle Strings. Dann gehen wir durch die Inputs durch, einfach den nächsten Tab, sehen jetzt hier alle Inputs, sehen die ganzen Funktionen. Cool. Gehen durch die Types durch, sehen, welche Typen definiert sind. Und wenn ich das so lese, Klammer, sehen die meisten Leute, die schon mal C programmiert haben, ist das klassische libc. Ja. Wer es nicht auf den ersten Blick sieht, kein Problem. Ja. Für die, die jetzt anfangen, ich glaube, nachdem ihr euch das 2-3 Mal nochmal angeschaut habt, das ganze Webinar, habt es dann auch davon versteht, auch was wir meinen. Ja? Hoffe ich. Wenn nicht, E-Mail, Telegram, ihr wisst ja, einfach Fragen stellen. Kein Problem. Oder jetzt reinschreiben. Aber im Endeffekt sehe ich da relativ schön Commons C. Search kann dann noch Sachen suchen. Disassembly, das sind wir in den Klassiker, wo wir eigentlich drin sind. Ganzen Assembly-Code anschauen. Die GraphView, kennt ihr irgendwo her, nur schaut die da viel schöner aus. Hexdump, wem langweilig ist, nee, Spaß, meistens nehmen wir das in Binary Patching, dass man da einfach irgendwas umschreibt, das ist jetzt ein NOP zum Beispiel 90. Zum Beispiel solche Sachen. Decompiler ist gerade empty, okay, wird nichts dekompliliert. Naja, jetzt ist es halt so, was wir jetzt hier für Vorteile haben, was ich noch nicht gezeigt habe, wenn ich jetzt Konsole mache, dann habe ich hier, ich ziehe mir mal die Konsole hoch und das einzige Ding ist, da merkt man, dass es für Linux und nicht für Windows entwickelt wurde. Wo ist meine Leiste zum Hochziehen? Und das Spiel geht oft ewig. So, nach 37 Mal probieren. So, jetzt sieht man es. Man sieht, er hat automatisch dieses AAA gemacht. Ja? Jetzt kann ich genauso die ganzen Redair-Sachen machen. Und ich finde es persönlich richtig cool. Also ich kann jetzt wirklich die ganzen Redair-Sachen machen. Ich werde jetzt einfach irgendwo mal hinspringen und ein bisschen was durchschauen. Ja?
wo wir die Check-Username gehabt haben zum Beispiel. So, jetzt schließen wir kurz die Konsole. Wir haben die Check-Username und genau, wir schauen uns nicht in Hex an, sondern wir schauen uns in Disassembly an. Und gehen das jetzt nochmal durch. Man kann jetzt einen Debugger machen, den hast du da oben und das ist relativ simpel. Hängen Prozessor an, geben einen Debugger durch, macht Breakpoints, relativ ähnlich. Was ich cool finde, wir haben da links auch unten jetzt die Graph für das, also ich kann mich da durchklicken auf diverse Sachen. Ja? Also jetzt hier im Code, wir haben die Check-Username. Wir wissen ja schon, wie es funktioniert. Und da war ja irgendwo dieses in der Check-Username mit diesem Jabber drin. Und das sehen wir jetzt schon hier. Und wir haben jetzt genau selber gefunden, sagen wir jetzt, haben den gleichen Prozess durchgemacht, aber viel einfacher. Ich brauche nur Shift Semikolon machen, kann einen Kommentar machen. Oder ich klicke Rechtsklick hin, ja, wo ich einen Kommentar machen will, ich sage Add Comment, Username ist gleich Jabber. So, setze den Kommentar. By the way, es gibt die Möglichkeit, den Write-Modus hier nachzusetzen. Ja, gibt es irgendwo da eine Funktion, ich glaube, Edit References, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo da kannst du den Write-Modus nachsetzen oder gleich beim Start, also fürs Binary-Patching. Ich will es jetzt aber nicht Binary-Patching, weil ich die nächste Schulung immer wieder halte, sonst muss ich wieder alles entpacken. Gut, kann ich so sagen, okay, jetzt haben wir mal das rausgefunden. Dann das nächste ist, wenn man jetzt weitergeht, das mit dem Passwort. Da kann ich ja auch hier die Schritte durchgehen. Und da haben wir nur einen Jump, das heißt, das ist ein bisschen langweilig. Das heißt, wir gehen jetzt einmal zur Secret hin. Und wenn ich da den Graph durchschaue, schaut da einfach, es ist einfach viel schöner zu manualisieren und das ist auch bei Drag and Drop mit Maus Integration. Das ist einfach, ich glaube persönlich, wenn man jetzt einmal das gemacht hat, Steuerung Minus müsste es sein, ja, was wir vorher durchgespielt haben, dass man wirklich die ganzen Basics drauf hat, ist es okay, wenn man sowas nutzt. Und ich sage es ja ganz ehrlich, für Schulungen nehme ich Red Air 2, in der Praxis nehme ich Ghidra, Hopper oder manchmal sei jetzt mal den Immunity Debugger, wenn ich unter Windows unterwegs bin meistens. So. Und das ist ja ganz okay, aber es ist doch so viel leichter, wenn ich jetzt hier schaue, okay, wie funktioniert denn das? Kann das so hin und her track and drop und muss nicht da irgendwie Kommandos eingeben, Shift-V, Shift-P, bla 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 und so. Ich glaube, das ist für viele einfacher. Jetzt kann ich wieder durchschauen. So, machen wir mal größer mit Steuerung Plus. Ah, da steht drinnen 0x57. Und jetzt kann man genau zu dem Punkt Shell einblenden. Über Windows. Und naja, was war nochmal 0x57? Perfekt. Das war ein W. Jetzt gehe ich wieder in die Zeile, Rechtsklick und sage dann einfach Add Comment, großes W. Perfekt. Dann gehe ich weiter. Da, 0x74, so, Steuerung A, nochmal zurück am Anfang. Habe das Fragezeichen vergessen. Das ist ein T. Jetzt gehe ich wieder her, mache einen Comment, T. Dann gehe ich weiter, zum Beispiel, jetzt da kommt das F, also was ist 0x66? Das ist das F. Lösen wir es jetzt einfach nur mal ganz, weil das haben wir vorher pseudo geskippt, so jetzt mal, weil es uns ja, ich weiß jetzt nicht mehr wer, ich glaube der Lukas oder der Ranitox, einer von euch beiden hat ja gesagt, was das Ergebnis ist. Ich gehe jetzt nochmal langsam durch. 0x52, Freizeichen 0x52, haben wir jetzt ein großes R, das heißt Rechtsklick, Kommentar, großes R. Jetzt kommen wir zu dem Punkt 2 und jetzt haben wir wieder eine Verzweigkettung, die relativ lustig ist und zwar, dass es dann irgendwo anders hinspringt. Das heißt, das ist jetzt, wissen wir nicht, jetzt mal, deswegen schauen wir mal nach. 32, A ist eine 2. Das heißt, er kommt in 2. Okay. Und jetzt gehe ich hier, gehe mal mit Steuerung Minus raus und merke, naja, jetzt geht er darüber irgendwo hin und da irgendwo hin. Und beide haben, wenn man es hier sieht, dasselbe, nur dass sie zwei verschiedene Dateien rausschreiben. Einmal die Plan-JPEG-Länge und einmal die Portfolio-JPEG-Länge. Also das ist nur die Länge von dem. So ist es egal, ja. Er schreibt wirklich nämlich da dann das Pfeil raus. Er braucht nur irgendwie die Länge, wie viel er rausschreiben muss. Deswegen hat er die Länge. So, aber er schreibt hier mal die Plan. Ups. Okay, mag er nicht. Mit Steuerung Z komme ich zurück. Ne. Springe nochmal zurück. So. Scrollen nochmal runter. So, ist jetzt egal, wo wir hinkommen. Aber jetzt haben wir es so, wenn die 2 nicht antritt, springt er darüber. Wenn die 2 eintritt, gibt uns direkt einen Pfeil raus. So, das heißt, wir springen darüber. Was ist jetzt 0x38? Ist jetzt die nächste Frage. Das heißt 0x38. So. Freizeichen, Abstand 0x38 wurde hingeschrieben. So. Das ist eine 8. Das heißt, da wissen wir jetzt, ist eine 8. Add Comment. 8. Jetzt gehe ich in der Praxis meistens her.
So, gehe da in die erste Zeile ran und mache mir jetzt einen Kommentar. WTFR2 ist das Passwort. Oder ich mag es besser, weil ich kann mal den Kommentar noch editen. Oder was? Nee, Username was. Username 1 gleich WTFR2. Und da drüben war es ja dann. Okay, Username 2 gleich WTFR8. So. Und im Großen und Ganzen. Ich meine, es geht immer schnell, wenn man weiß, was man zu tun hat und das schon mal durchgespielt hat. Aber im Großen und Ganzen seht ihr, es ist viel effizienter, eine GUI zu nehmen. Warum habe ich jetzt trotzdem den ganzen Spaß gemacht? Einfach mal eine Zeit zu stehlen? Natürlich nicht, sondern damit ihr mal wirklich den ganzen Background plus Redertu und Co. euch anschauen könnt. Ich sage es ganz ehrlich, das schaut wahrscheinlich nach sehr viel aus. Das sind aber sehr viele Beginnersachen noch. Man kann da noch viel tiefer in die Tiefe reingehen. Und auch das Beispiel ist unter Anführungszeichen ein Beginner-Ding. Ich glaube, wir sind persönlich mit dem ganzen Stuff durch, also mit dem ganzen Stoff, was ich euch beibringen wollte. Ihr habt jetzt die freie Wahl, könnt noch spielen. Für alle, geht's mal aus Cutter raus, für alle, die jetzt sagen, okay, ich will das noch auf einer anderen Architektur machen. Ich spiele euch die Server C hoch. Ihr könnt ja mal jetzt, weil wir es ja schon wissen, mal kurz in die Server C reinschauen. So, da sieht man bla bla bla, lauter Includes und Define, bla bla bla. Da sind die Bilder wirklich hardcore drinnen. Ja, Plan GPEG. So, machen wir die Zeile an. Doppelpunkt ZNU. Ach, springen wir mal in die Zeile 100 oder so. Oder 50, keine Ahnung. Wie groß ist das Bild bitte? Okay. Kann ein bisschen dauern. Okay, das kann wirklich ein bisschen lang dauern. Wir haben es 1%. Ja, bitte, dann springe ich halt in Zeile 500. 1000. 10.000. Wie lang ist das Bild, bitte? 20.000. 30.000. Perfekt. So. Gut. Ihr habt gesehen, die beiden Bilder sind gespeichert. Ich möchte jetzt nicht nochmal durchscrollen, weil es sind 30.000 Zeilen gefüllt. So. Dann springen wir mal hoch und da sieht man eigentlich die ganzen Funktionen. Da haben wir das Welcome-Banner. Genau. So. Okay, das sind ein paar viele Bytes. So. Da geht's los. Starte den Server. Du hast eine Serveradresse oder generell ein Serverobjekt, das er startet. IF-Init heißt IPv4. SockStream heißt CCP. Ja. Klassiker, also es wird einfach ein Socket aufgebaut auf dem Port. Ja. Und im Endeffekt gibt es dann diesen Welcome-Banner. Die Funktion haben wir uns nicht angeschaut, aber man sieht ja, das hätte keinen Sinn gemacht. Wow, cool, er schickt uns das Logo, ja, was er da selbst gemacht hat. Secret-Funktion. Hat er da so selbst reingeschrieben, WTFR2 oder WTFR8, dass er die zwei Bilder rausschreibt. Compare Username, wenn die Benutzernamen richtig sind, okay, dann compare und hieße check. Dann gibt es ein True zurück, sonst gibt es ein False zurück. Check Username, was haben wir da Schönes? Wo prüft er jetzt unser Java? Da unser Java, wie man sieht. Fragt jetzt einfach, wenn es Java ist, kommst du rein. Check Passwort. Da hat es auch relativ einfach gemacht. So, das ist mein Bitch, hat er reingeschrieben. Authenticate macht einfach die zwei Funktionen, das wissen wir schon. Das mit der Passwortliste war auch nicht gelungen. Wir haben hier einen File-Pointer, wie man sieht, auf lokalen Passwort-Storage, der nur mit Modus Read eingelesen wird. Der Reject, da wirft den User raus. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und in der Main baut er sich einmal alles zusammen. So, jetzt sind wir fertig durch ein Programm. Also, ihr seht, das ist gar nicht so eine große Hexerei gewesen, das Programm. Wenn man jetzt sagen will, ich will das unter einer anderen Architektur machen, unter 64-Bit, GCC-O, nennen wir es einfach Server 64-Bit. So, .exe zum Beispiel. Jetzt gehe ich, da muss man aber immer das entsprechende System haben. So, jetzt gehe ich her und sage mal, ich gebe da rein die Server.c, also GNU-C-Compiler. Kompiliere mir die Server.c, O ist Output, ja. Und dass es so funktioniert, brauche ich FPIC. Dann habe ich 64-Bit. Im Normalfall kann man da 64-Bit rauskompilieren. Es gibt dann noch Möglichkeiten, wenn man mal MAN GCC angibt, das noch spezifiziert. Wir haben GCC, gibt es keinen MAN. Page im Kali. Das heißt, da müssen wir einfach nachschauen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie ich es rauskompiliere. Einfach MAN GCC. Manual Page davon, das sehen wir hier in GNU-C-Compiler. Da kann man sich anschauen, okay, gibt es noch die anderen Sachen. Meistens mit FPIC
funktioniert es dazu, dass ich vor 64-Bit von unserem System nutze. Ja. Der macht automatisch die 64-Bit draus. Das heißt, Speicheradressen sind länger. Aus ERX wird RX und das hat dann doppelt so viel Platz. Als Beispiel. Dasselbe aber kann ich jetzt machen. Stell ich jetzt vor, ich bin drüben auf meinem Apple M1 und sage, ich will es in ARM machen. Das Einzige, was sich hier ändert, ja, ist, ich gehe einfach so her und kompiliere es jetzt auf mein Raspberry Pi oder irgendwo anders. Ganz normal mit GCC-O. Er wirft einen Error, weil er irgendwas falsch hat. Also ein Warning, das kann man ignorieren. Ja. Geht's her. Ich sage jetzt mal, das wäre bei mir drüben. Aber Apple Send Password List ist genau conf die Defaults sind. Das ist implizit deklariert. Das heißt, er hat vergessen, irgendwo einen Import zu machen, der irrelevant ist, weil er es implizit aufruft. So. Und ich hätte jetzt hier, ich meine, man kann eh mal drüber schauen, Server underscore ARM-Exe, logischerweise ein 64-Bit, weil ich ein 64-Bit-System habe. Ja. Wäre das jetzt aber unter meinem Apple ARM gewesen, unter meinem Raspberry Pi oder was auch immer mit einem ARM-Chip, haben wir jetzt ARM-Set draus. Das heißt, wenn ihr trainieren wollt und einen Raspberry Pi habt, schiebt die Server-C rüber, ich lasse sie schnell hoch dann, einfach rüberschieben und dann kann man die da drüben machen. Ja, man kann auch mit Binwok drüber gehen. Ja. Jetzt machen wir es dann schon kompliziert. Jetzt will ich niemanden schocken. Ja, genau. Dann hätten wir eigentlich alles für heute und haben sogar mal eine Punktladung geschafft. Wer hat noch Fragen? Ich tue jetzt mal mit dem Screen-Sharing beenden. Und da ich natürlich jetzt noch die C hoch, das C-File, das man verwenden kann. Hat noch jemand Fragen? Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne wissen wollt? Alex, springst du und bist gemutet oder warum springst du ihm auf? Nee, ich bin gemutet, aber ich spreche auch nicht. Okay, interessant. Bei mir springst du immer nur du auf. Nee, kein Problem. Gibt's Fragen? Kann ich ruhig jeder mir die Frage stellen? Kein Problem. Einfach fragen. Ich muss, glaube ich, erstmal verdauen. Ja, keine Angst. Ihr habt es jetzt einmal aufgezeichnet. Es ist so, wenn es Fragen gibt, habt ihr eigentlich meine E-Mail-Adresse, wer es nicht hat, wer neu ist, ist einfach mein Vorname.punkt, mein Nachname, security-mit-passion.at. Die Gmail könnte auch nicht so eine private, aber die will ich nicht viel bringen, bis es sagen, jetzt mal, ist mein Spam-Account. Genau. Schrödi hat eine Frage, machen wir gleich, ich lade mir schnell die Server-C hoch. So, jetzt sollte Server-C drauf sein, jetzt kann man sich die überall auf jedem System kompilieren und kann sie dann wirklich für Reverse Engineering-Zwecke nutzen. Jetzt gehen wir schnell in den Chat. Achso, der ist nicht hier, sondern da. Bitte, Schrödi. In Woche 4 kommt das im Mentoring, das nehmen wir nächste Woche in 4 Variationen auf. Windows, ARM, Linux 32 und nochmal Linux 64. Und das Webinar ist natürlich in unserem Archiv drin, ja. Was ist das? Uff, du siehst es nachher 4-mal. Gibt's ja nicht. Das ist es 4-mal. Wie heißt's? Wie oft muss man es wiederholen, dass man es kann? 10.000 Mal? Naja. 7-mal. Okay, ja gut. Dann machen wir es auf einem MIPS-Assembler, dann machen wir es auf irgendwas, was dich einfach stört. Arduino, irgendwas proprietär, wo keiner lesen kann und was das ist. HPUX passt, machen wir auch. Machen es auf Solaris nochmal. Macht eigentlich alles keinen Sinn, weil es eigentlich immer der gleiche Projektfluss. Ich will nur zeigen, ARM ist der Unterschied zu dem und so. Aber okay, mach mal. Nur für dich, privat. Ja. Ganz Rechnung folgt. Ja. Nee, gibt es wichtige Fragen? Irgendwas, was ihr gerne stellen wollt? Weil ich will euch natürlich auch nicht den Abend stehen, weil ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, hoffentlich haben alle, sag jetzt mal, das Verständnis für Reverse Engineering und wie man es in der Praxis einsetzt, bekommen. Ja. Wenn nicht, verdauen lassen, mir schreiben. Alles kein Ding. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Habe mich wieder mal gefreut und ich kündige es jetzt gleich wieder an. Ich weiß es nicht wann, aber wir werden auch ein Expert Development Webinar machen. Wahrscheinlich für Linux, damit es Open Source ist, was jeder nachmachen kann. Irgendwelche Fragen noch? Lukas, bitte. Keine Frage. Nichts.
Ich bin mal wieder gemutet, perfekt. nee, ich hatte eigentlich keine Frage. Ich wollte mich nur bedanken fürs Webinar, war wieder sehr interessant. Immer wieder gerne. Ich dachte immer, Reverse Engineering wäre so komplett unmöglich für Normalsterbliche, aber es ist gar nicht mal so schwierig, wenn du es erklärst. Das ist dann doch ganz interessant. Ich sag mal so, interessant. Schwierig. Ich sag's ganz ehrlich, für mich war es auch, wie ich vor 8 Jahren angefangen habe, schwierig. Aber da würde ich auch gerne mal in eine Runitox reinschalten. Ich glaube auch für dich am Anfang schwierig, aber wenn du einmal so ein Intro bekommen hast, wie mich jetzt nicht loben muss, aber denke, das wäre das Intro, was ich gern gehabt hätte, wenn ich angefangen hätte, sag jetzt mal so, glaube ich, dass nach ein, zweimal solche Challenges machen, immer wieder dasselbe ist vom Prozess. Ja. Ja, also ich fand es tatsächlich ganz gut, dass man mal sieht, wie man so damit anfängt, wie das funktioniert, dass es gar nicht mal so unmöglich ist. Fand ich gut persönlich. Ist es überhaupt nicht. Ist es überhaupt nicht. Reverse Engineering, der Begriff, eigentlich heißt ja nur, dass du die Schritte nochmal zurückgehst, wie du was gemacht hast, ja. Es ist halt in Assembly, es ist halt in Maschinencode, es ist halt in Hacks und so. Das macht den Prozess etwas schwieriger. Aber GIDF, Google ist dein Freund. Das hilft ja. Ich hatte halt den Vorteil, ich hatte in der Schule Assembler und ich war dort relativ gut. Also für damalige Verhältnisse in der Klasse. Ich finde Assembler eigentlich mega interessant. Ja. Ja, ist es. Aber das Problem ist, Assembler ist ungleich Assembler. Wenn du AT&T und Intel anschaust mit der verkehrten Schreibweise, da kannst Leute so brainfucken, dass keiner mehr so steht. Ja. Dann wirft der eine ARM mit 16-Bit rein, der andere wirft der 32-Bit irgendwas rein, der nächste wirft da rein, da haben wir MIPS-Assembler oder so. Und alle reden von was ganz anderem, wenn sie sagen, EX steht das drinnen. Zum Beispiel, oder beim anderen heißt es RX oder beim anderen heißt es W1, keine Ahnung, R1 bei Apple zum Beispiel oder sowas. Und da bist du so, ich kenne mich nicht aus, ja, und das macht es dann schwierig. Und Ed, ja genau, Crack Mr. Twan, danke Ulrich, genau das war das, was ich ganz am Anfang erwähnen wollte. PowerPC haben wir mal gelernt, okay, Eranitox, wie weit bist denn du weg? PowerPC war doch von, weiß ich nicht wann, 19 Schnee. Ja, also in der Uni haben wir einmal x86 gemacht in, in Informatik 1. Aber dann hat ein Prof gemeint, wir müssen in Rechenarchitektur PowerPC machen. Weißt du, was du sagen müssen hättest? Das ist der klassische Anwendungsfall, wo Apple von PowerPC auf Intel umgestellt hat. Hättest sagen müssen, Rosetta 1 übersetzt eh. Ich mag es in Intel. Ja, das hättest du für so einen Mac kaufen müssen, dann wäre es leichter gewesen. Aber nee, jetzt Sarkasmus aus. Was? Was ganz cool ist, die PlayStation 3 benutzt noch PowerPC. Echt? Das habe ich noch, ja. Also von daher ist es schon ganz interessant, das auch zu einigermaßen zu wissen. Ich komme damit zwar immer noch nicht klar, aber ja. Ja, es ist halt eine strange Architektur. Ich habe PowerPC, glaube ich, nicht für so. Was wir in der Fachhochschule gemacht haben, wir haben MIPS gemacht, Assembler, ja, also wirklich Assembler, noch nicht reverse engineered. Wir haben, ich glaube, 4 oder 5 Binaries mit AIDA Pro, da haben wir sogar eine gekaufte Lizenz gehabt. Dann glaube ich Ghidra, weil Ghidra gerade rausgekommen ist und so im Schluss, wie man noch Master One. Dann haben wir gehabt, das ist das Schlimmste überhaupt, eine Funkfernbedienung eines Autoherstellers, Reverse Engineering. Der war verschlüsselt, so diese Funkübertragung. Okay. Die hat irgendwer, das war Hardware Reverse Engineering, das war das Schwerste, was ich je gemacht habe. Du hast keine Manual. Du kannst aber an dem erraten, dass er zum Beispiel sagt, okay, die drei Parameter plus, er macht so einen Aufruf, der so in Richtung AES irgendwas für Verschlüsselung ist, kannst sagen, dass die Encrypt, das ist die Decrypt, und dann schreibst du einen Python-File, was das dann die Daten, was du übertragen sind, plus Wireshark-Sniff, was du hast, entschlüsselt, und dann kannst du die Daten auslesen vom Funk. Das ist dann schon so high sophisticated, ich sag mal so, das sitzt in der Realität, weiß nicht, 3, 4, 5 Wochen dran. Bei unserem kleinen Mini-Übungsbeispiel war es eine ganze Woche, glaube ich, was wir Zeit gehabt haben. Es hört sich so einfach an, aber es ist nicht einfach. Weil du siehst nichts, du kannst eine chinesische Manual von irgendeinem Arduino, schlag mich tot, Assembly-Zeug runterladen, das ist einfach, ja, ich weiß nicht, da gibt es 3, die was das nutzen, glaube ich, auf der Welt, so gefühlt. Du kannst offiziell GitHub-Repo runterladen und kannst den Source-Code anschauen. Das war's. Chinesische Manual, was keiner versteht. Das haben wir wieder gehabt und das war relativ cool, weil da warst du wirklich so ins eiskalte Wasser, lernen wir Reverse Engineering, das hat uns sehr geholfen. Ja. Und Schröder, wie schon gesagt, ich will nur dich loswerden, niemand anderen. Da haben die zwei gefunden. Ja, wir kennen uns ja leider, das ist das Problem. Ich kenne die meisten von euch. Das ist traurig. Ja. Das Blöde ist, ich kann die Leute nicht mehr besuchen, die ich eigentlich relativ gut kenne, wegen der aktuellen Situation. Das ist, was am meisten nervt.
Sei froh, dass wir dich nicht besuchen kommen. Ja. Ich sag es mal so. Alle komm, auf einmal zu ihm. Ja. Komm vorbei, meine Faust wartet. mein IDS und IPS warten. Mir fast muss, mal was. Muss es aber ganz viel rausschneiden, oder? Wie, was muss ich rausschneiden? Ja, du zeichnest noch auf. Ja. Alles gut. Soll ich jetzt, wollt ihr jetzt einfach Schmutziges machen, dann bin ich sowieso raus. Macht so, kümmert euch nicht drum, regelt das unter euch. Ja. Nein, mach nicht. Ich wollte sagen, nach dieser Woche mit so mega viel Input war das wirklich ein gelungener Abschluss zum Freitagabend. Also jetzt ist unterkannte Oberlippe alles voll. Ich werde jetzt noch ein kleines Bier trinken und werde mich dann ins Bett legen und werde schlafen. Wahrscheinlich 12 oder 14 Stunden, je nachdem. Kleines Bier, Oktoberfest ist nicht, meinst du den Mars? Nein, hier 0,33er, das reicht. Was hast du gesagt, 3,33er? 0,33. Ich kann dir das auch in Hex umrechnen, wenn du willst. 0x33. Okay. Nee, kommt noch was anderes raus, wenn es 0x33 ein riesengroßes Dankeschön. Ja, und nochmal danke für deine Kurse, die du mir so geschickt hast. Ich habe den ersten schon durch. Ja, hat gut. Mir mindestens genauso viel Spaß gemacht. Freut mich. Wie gesagt, ich tue das gerne, teile gerne mein Wissen. Man muss ja nicht immer für alles Geld verlangen. Man kann ja auch mal was zurückgeben. Darf nicht zu viel sagen, aber ein paar unserer Kunden sitzen darunter. Deswegen. Gebe immer gerne Sachen zurück. Ja, habt ihr noch Fragen? Wo kann ich noch irgendwas beantworten? Das hört sich für mich so ein bisschen sehr Brainfuck an. Ja, der Schröder hat die nächste Aufgabe gemacht, wie er Reverse Engineer den Hund. Wer ihm die Brille wegmachen kann, diese Sonnenbrille, der hat gewonnen. Perfekt. Nee, wollt ihr noch was fragen? Sonst entlasse ich euch gerne. Es wird frei zum Gehen, aber lasse ich euch gerne. Wenn, dann schreiben wir. Perfekt. Dann schreibt mir einfach eine E-Mail, wenn ihr wollt. Und ansonsten, für alle, was im Mentor sind, es kommt eh nochmal. Macht euch keine Sorgen. Und ihr kriegt bei mir oder bei den anderen noch die Mentoring-Einheit, wo wir dann das alles nochmal überprüfen und mit euch reden. Also keine Angst. Perfekt. Das klingt passt, super. Mein Wolle. Das ist schon leider, die haben wir schon wieder abgezogen. Passt. Herzlichen Dank. Bis dann. Ciao. Danke. Passt. Danke. Ciao. Passt. Herzlichen Dank. Alles gut. Ciao. Schönes Ciao. Ciao. Ciao.